Meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zu den 16. Petersberger Gesprächen zur Sicherheit, die in diesem Jahr virtuell durchgeführt werden. Mein Name ist Joachim Schabrian. Ich bin Mitbegründer der Petersberger Gespräche und koordiniere und moderiere die Gespräche seit der Einführung 2004. Vorab einige Informationen zum Ablauf. Die Fragen können über den Chat gestellt werden. Die Fragen bitte möglichst kurz. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und bei YouTube eingestellt. Ja, zur Begrüßung wird jetzt gleich Herr Wolfgang Helmich zu Ihnen sprechen. Herr Helmich hat ein Lehramtsstudium absolviert, war Geschäftsführer einer Grundstücksgesellschaft. Er ist seit 2012 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er war Sprecher des Unterausschusses Abrüstungs-, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung und ist seit 6 Jahren Vorsitzender des Verteidigungsausschusses und zum 7. Mal Gastgeber der Petersberger Gespräche. Herr Helmich, ich darf Sie um Ihren Grußwort bitten. Ja, lieber Achim, sehr geehrter Schabrian, meine Damen und Herren, alle, die uns heute Morgen zusehen und zuhören, ein herzliches Willkommen. Gerne hätte ich Ihnen präsentiert den Blick vom Petersberg in live in das Tal des Rheins und auf Bonn, aber vielen Dank an die GSB, die mit einer hervorragenden Vorbereitung uns diesen Blick in virtuell geliefert hat. Das waren schöne Bilder, wir wären gerne da, aber ich hoffe, im nächsten Jahr wird das dann alles wieder anders sein. Dann möchte ich mich auch bedanken, nicht nur bei der GSB für die Vorbereitung und für die Zusammenarbeit und Kooperation, auch bei der Molinari-Stiftung des Bundeswehrverbandes. Dieses Kooperationsformat hat sich, glaube ich, über viele Jahre jetzt bewährt, diese Petersberger Gespräche zur Sicherheit auch organisieren und durchführen zu können. Insbesondere möchte ich diejenigen begrüßen, die ja als Diskussionsteilnehmer, als Referentinnen und Referenten ihre Beiträge zu dieser Konferenz liefern. Da ist Norbert Walter-Borjans, der Vorsitzende der SPD, der gleich ein kurzes Grußwort zu uns halten wird. Wenn er, ich sage es vorab, nicht die ganze Zeit da sein kann, dann liegt es daran, dass im Moment die Verhältnisse in Berlin etwas sehr aufgeregt sind, um es mal, ich sage mal, so zu beschreiben. Das hat gute Gründe, das hat schlechte Gründe. Also deshalb könnte es durchaus sein, dass er nicht die ganze Zeit bei uns sein kann. Insbesondere möchte ich natürlich meinen Bundestagskollegen und ehemaligen Bundesminister des Innern und der Verteidigung, Dr. Thomas de Maizière, begrüßen, der gleich einführen wird in das Thema NATO 2030 United for a New Era. In den Diskussionsimpulsen werden uns dann Nils Ahn zur Verfügung stehen. Ich sehe ihn auf dem Bildschirm. Herzlich willkommen als Staatsminister im Auswärtigen Amt. Und Professor Dr. Johannes Warwick, auch ihn sehe ich, den Präsidenten der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Auch an Sie nochmal herzlichen Dank für die Kooperation für diese Veranstaltung. Mit Frau Dr. Eva Högel wird uns die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages als Diskussionspartnerin und für einen Diskussionsimpuls zur Verfügung stehen, genauso wie Andreas Steinmetz, den Hauptmann, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Ihnen allen herzliches Willkommen. Danke, dass Sie hier mitmachen und ich glaube, es wird eine besonders schöne und runde Veranstaltung. Zwei Gruppen möchte ich noch besonders begrüßen, weil es uns auch immer wieder am Herzen liegt. Einmal, dass wir Nachwuchs haben in diesem Themenfeld. Und wir haben wieder eine Studierendengruppe der Universität Köln unter uns, die sich insbesondere mit den Themen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik befasst. Herzlich willkommen Ihnen. Und unsere ganze Hoffnung liegt auch daran, dass Sie auch in Zukunft diese Themen weitertragen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Sie wieder bei uns sind. Und zum guten Schluss für meine kurze Einführung meinen Dank an alle Soldatinnen und Soldaten, die auch heute bei dieser Konferenz dabei sind, sich auch in großer Zahl angemeldet haben. Das, was sie im Moment unter der Pandemie leisten, sowohl hier im Inneren, ich sehe es jeden Tag in Impfzentren und anderen Stellen, aber auch was sie unter diesen besonderen Bedingungen in der Grundausbildung, im Grundbetrieb und in Einsätzen leisten, das ist schon ein hohes, von hohem Wert und deshalb meinen herzlichen Dank dafür. Und wir hoffen, alle diejenigen, die in Afghanistan an anderen Stellen sind, kommen sie heile wieder nach Hause, kommen sie gesund wieder.
Und das weist darauf hin, dass wir auch im Moment, ich sage mal, beim Thema NATO und was passiert dort, in der Berliner Politik natürlich sehr intensiv über viele Fragen sprechen, die sich im Kern auch um die NATO drehen. An der Spitze sei genannt das Thema Afghanistan, wie geht es dort weiter? Aber auch der Reformprozess hat uns sehr intensiv beschäftigt und wird uns auch in Sitzungen des Verteidigungsausschusses noch beschäftigen. Deshalb sind wir in der Arbeit in Berlin mittendrin im Thema. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle auch mit meiner kurzen Begrüßung enden. Ich wünsche uns allen eine schöne Veranstaltung, fruchtbare Diskussionen und Gespräche. Und wie gesagt, beim nächsten Mal wieder live auf dem Petersberg. Vielen Dank. Ja, danke schön, Wolfgang Kelmich. Ich bitte nun Herrn Walter Borjans um ein Grußwort und um eine kurze sicherheitspolitische Standortbestimmung. Herr Walter Borjans ist seit dem Dezember 2019 neben Saskia Esken Parteivorsitzender der SPD. Herr Walter Borjans war unter anderem Stadtkämmerer in Köln, Regierungssprecher in Nordrhein-Westfalen, Wirtschaftsstaatssekretär im Saarland und in Nordrhein-Westfalen, von 2010 bis 2007 Finanzminister in Nordrhein-Westfalen. In dieser Zeit hat er sich bundesweit einen Namen gemacht mit seinem Kampf gegen Steuerbetrug durch den Ankauf von Steuer-CDs mit den Daten über Steuerhinterzieher. Deren Auswertung hat eine Rückzahlung immerhin von 7,2 Milliarden Euro von zuvor hinterzogenen Steuern geführt. Herr Walter Borjans, ich bitte jetzt um Ihr Grußwort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Schaprian, lieber Wolfgang, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Angehörige der Bundeswehr. Ich freue mich sehr und möchte an dieser Stelle auch ganz besonders den nach mir sprechenden Thomas de Maizière begrüßen, mit dem ich nicht zum ersten Mal in dieser Konstellation rede. Es ist nur zum ersten Mal vor Angehörigen der Bundeswehr. Normalerweise haben wir das in den vergangenen Jahren gemacht, als er noch Innenminister und ich Finanzminister war, beim Beamtentag. Da waren wir beide dann in derselben Konstellation anwesend und insofern hat das schon eine gewisse Tradition, jetzt vor einem anderen Hintergrund. Ich verhehle auch nicht, dass ich jetzt lieber mit Ihnen zusammen vom Petersberg runtergucken würde, aber das geht in dieser Zeit nicht und wir erleben eben in diesem Zusammenhang nicht bloß, was die Pandemie angeht, eine Reihe von aufgewühlten Debatten. Das merken wir gerade wieder und das ist auch der Grund, warum ich um Verständnis bitte, wenn ich dann nach dem Vortrag von Herrn de Maizière diese Runde verlassen muss, aber gerne auch in Zukunft und auch nicht nur bei den Petersberger Gesprächen für den Dialog zur Verfügung stehe. Ich begrüße natürlich ganz besonders auch Eva Högel, Nils Annen, aber eben auch Herrn Professor Warwick, Herrn Steinmetz und ja, freue mich dabei sein zu können bei den 16 Petersberger Gesprächen und das bietet mir die Möglichkeit zu diesem virtuellen Einstieg und es bietet mir die Möglichkeit, das freut mich besonders, von dieser Runde auch ein paar Klarstellungen vornehmen zu können, weil wir ja nicht nur, habe ich ja auch gesagt, mit der Pandemie manchmal etwas überschäumende Diskussionen, sondern auch in vielen anderen Bereichen haben. Ich kann Ihnen an dieser Stelle deswegen erstmal ganz klar sagen, und das macht mir auch Freude, das vor diesem Kreis zu tun, die SPD und ihre Vorsitzenden stehen für eine gut ausgerüstete Bundeswehr als eine wichtige Säule erstmal unserer nationalen Sicherheit. Aber wir stehen natürlich eben auch für die weitere Entwicklung und die Festigung der europäischen Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Vor allem, weil uns das auch in die Lage versetzt, ein starker und auf Augenhöhe agierender Partner innerhalb einer starken NATO zu sein. Und um auch das zu sagen, die NATO ist für die SPD und ist für die an der Führung der SPD Mitbeteiligten eine unverrückbare Größe. Ich habe bei meinem Antritt als Vorsitzender vor jetzt fast anderthalb Jahren, gut ein Vierteljahren gesagt, ich stehe auch dafür, dass es eine gut ausgerüstete Bundeswehr gibt. Ich habe das damals in das Schlagwort gepackt und gesagt, ich bin für Ausrüstung mehr als für Aufrüstung. Und dass es dazu kommen wird und kommen muss, ist erstens bitter nötig. Aber das zeigt auch die Zusammenarbeit in der Bundesregierung sehr deutlich. Wir haben jetzt in den vergangenen Wochen oder Monaten ein paar Mal heftig diskutiert über eine Vorlage, über 25 Millionen,
die eben Ihnen dann hoffen wir, dass wir anschließend noch eine Lösung finden und dass wir zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch mal eine seiner Ausführungen hören können. Und schlage vor, dass wir erst einmal weitermachen im Programm. Und ich beginne mit einem einführenden Worten zum Thema selber. Es wird gleich Herr Thomas de Maizière, Bundestagsabgeordneter, Bundesverteidigungsminister und Bundesinnenminister außer Dienst zu uns sprechen. Die NATO steht aktuell vor großen externen und internen Herausforderungen. Die sicherheitspolitische Lage in und um Europa hat sich durch Krisen nicht nur in der Nachbarschaft verschärft. In außenpolitischen Fragen vertreten viele der Mitglieder der NATO häufig unterschiedliche Positionen. Noch vor 2 Jahren stellte der ehemalige US-Präsident Trump die NATO in Frage. Das NATO-Mitglied Türkei führte Krieg und der französische Präsident Macron bezeichnete die NATO als hirntot, nahm aber die militärische Struktur davon aus. Die NATO hat auf diese Lage reagiert. Bei ihrem Treffen im Dezember 2019 in London haben die Staats- und Regierungschefs des Nordatlantikpaktes Herrn NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gebeten, einen zukunftsorientierten Reflexionsprozess einzuleiten, um die politische Dimension des Bündnisses zu stärken. Zu diesem Zweck hat Generalsekretär Stoltenberg im April 2020 eine unabhängige Reflexionsgruppe unter der Führung und der Co-Vorsitz von Thomas de Maizière berufen. Diese Gruppe hat im Dezember 2020 ihren Bericht vorgelegt, NATO 2030 geeint in ein neues Zeitalter. Deshalb wollen wir heute bei den Petersberger Gesprächen den Zustand des Bündnisses analysieren und auf der Grundlage der Empfehlung der Reflexionsgruppe Perspektiven der weiteren Entwicklung diskutieren. Dazu wird Herr Minister Thomas de Maizière vortragen. Herr de Maizière ist einer der erfahrensten Sicherheitspolitiker unseres Landes. Er war unter anderem Staatsminister des Innern in Sachsen, Bundesminister und Chef des Bundeskanzleramtes, danach Bundesminister des Innern, Bundesminister der Verteidigung, bevor er von 2013 bis 2018 wieder Bundesminister des Innern wurde. Und seit 2009 ist er direkt gewähltes Bundestagsabgeordneter des Landkreises Meißen. Ja, lieber Herr Chaprian, lieber Herr Walter Borjans, das tut mir leid, dass wir Sie nicht richtig hören konnten. Ob Sie uns hören können, weiß ich nicht genau. Ich versuche es jetzt einfach mal so und begrüße Sie herzlich auf diese Weise. Lieber Herr Helmich, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, lieber Herr Ann, Frau Högel und lieber alle an Sicherheitspolitik Interessierten. Ich spreche heute nicht als deutscher Christdemokrat zu Ihnen, sondern als, wie Sie das zu Recht vorgetragen haben, Herr Chaprian, als Co-Vorsitzender der Reflexionsgruppe. Diese Reflexionsgruppe, die dann eingesetzt wurde, Sie haben das gesagt, bestand aus 5 Frauen und Männern aus dem ganzen NATO-Spektrum, Sozialisten, Konservative, aus allen Nuancen und Mentalitäten der NATO waren dort vertreten, von Kanada bis Polen, von Dänemark bis Italien, Türkei und Großbritannien. Wir haben nur virtuell gearbeitet, deswegen kommt mir hier das sehr bekannt vor, dass es auch mal eine Störung gibt. Wir haben Dutzende von Experten gehört. Wir haben mit allen NATO-Regierungen geredet. Wir haben mit unseren Partnerstaaten geredet, sehr vielen. Wir haben mit den Partnerorganisationen geredet, auch der Parlamentarischen Versammlung. Ich habe darüber hinaus noch in Deutschland Konsultationen geführt, darunter auch mit Ihnen, Herr Helmich, und den Sozialdemokraten, aber auch den Grünen, der FDP, in meiner Partei natürlich auch. Den Bericht haben wir vorgelegt, Sie haben das vorgetragen. Es gibt eine erste Food for Thought, heißt das, also Denkpapier von Herrn Stoltenberg vor dem Verteidigungsminister als ersten Ansatz. Und dann wird er nach weiteren Diskussionen für den Gipfel der Staats- und Regierungschefs seine Empfehlung vorlegen. Der Gipfel sollte im Juni stattfinden, Herr Ann. Ich habe von Gerüchten gehört, vielleicht doch jetzt eher im zweiten Halbjahr. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Das wird man sehen. Die Regierung Biden muss sich natürlich auch erst finden.
Vielleicht ein paar Worte zur Analyse. Der Bericht übrigens ist in Englisch, aber inzwischen auch in deutscher Übersetzung auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Vielen Dank dafür. Abrufbar. Und ich hoffe, wir haben ihn so lesbar gemacht, dass man ihn auch gut verstehen kann. Ein paar Worte zur Analyse. Wir hatten lange, über Jahrzehnte, gerade die Westdeutsche Bundesrepublik und die Welt, eine Phase, ich nenne sie mal die zynische Stabilität der Bipolarität. Dann kam die deutsche Einheit, die Auflösung der Blöcke. Dann hatten wir eine trügerische Ruhe eines, wenn Sie so wollen, unipolaren Moments, des ewigen Friedens, von dem manche den manche herbei gewünscht haben. Jetzt sind wir auf dem Weg zu einer einem multipolaren System oder Ordnung, wobei Ordnung unzutreffend ist, denn das System zeichnet sich gerade dadurch aus, dass es unordentlich ist, dass es komplex ist, dass es kompliziert ist, auch unübersichtlich und möglicherweise deswegen sogar gefährlicher, weil unberechenbarer. Wir haben einen gewissen Rückzug der sicherheitspolitischen Rolle der USA in der Welt vor Trump schon, erst recht bei Trump und sicher wird auch vieles davon fortgesetzt unter Biden. Wir haben große neue Akteure wie China, haben eine neue Haltung Russlands und natürlich gibt es Bemühungen der Europäischen Union, sich stärker sicherheitspolitisch zu profilieren. Wir haben sehr viele regionale Spannungen, nicht nur in Afrika, Jemen, anderswo. Unsere Vorstellung eines globalen Ordnungssystems, was regel- und wertebasiert ist, sind keineswegs unangefochten, sondern es gibt sogar bis hin zur Frage von Corona die Frage, welches System ist eigentlich besser in der Lage, Probleme zu lösen? Und auch das setzt uns natürlich unter Druck. Hinzu kommt die fortbestehende Bedrohung des internationalen Terrorismus, sicherheitspolitische Auswirkungen des Klimawandels. Es verschwimmen die Grenzen zwischen zivilen und militärischen Bereichen. Insbesondere am Cyber kann man das sehen, aber auch sogenannte hybride Bedrohungen. Und wir sehen dramatische neue Entwicklung von neuen Technologien, disruptiven Technologien. Und dabei ist neu, dass im Grunde die Fortschritte dieser Technologien eigentlich über Jahrzehnte, wenn Sie so wollen, über Jahrhunderte eigentlich, wenn Sie so wollen, relativ staatsnah waren. Also mit Explosionsstoffen, da wusste der Staat eigentlich mit am besten Bescheid. Inzwischen sind die neuen großen technologischen Fortschritte fast alle eher im privaten Sektor und die staatliche Seite hat Mühe, hinterherzukommen. Und diese Fortschritte finden auch zu einem großen Teil außerhalb Europas statt. Und diese ganzen Analysen, ich kann sie jetzt nur aus Zeitgründen skizzenhaft anreißen, sind gleichzeitig statt. Man spricht von der strategischen Gleichzeitigkeit von all dem. Das ist die Lage, in der die NATO sich befindet. Innerhalb der NATO gibt es unterschiedliche Bedrohungsperzeptionen. Die Polen und die baltischen Staaten gucken sehr stark nach Russland. Die nordischen Staaten gucken sehr stark in den hohen Norden und was passiert, wenn das Eis schmilzt. Die südeuropäischen Staaten gucken sehr stark auf den Terrorismus und Afrika und die USA gucken sehr stark in den Pazifik. Es gibt auch unterschiedliche Prioritätensetzungen. All das ist für jedenfalls die NATO vor 1990 eine neue Entwicklung. Da hatten wir eine gemeinsame Bedrohungsperzeption. Es gab allerdings Debatten, wie man darauf reagiert. Aber die Bedrohungsperzeption war im Grunde ähnlich. Nun ist eine solche Anpassungsnotwendigkeit für die NATO nichts Neues. Es gibt auch diese Reflexionsprozesse, gab es und gibt es. Es gibt etwas von 1956, das haben wir auch ein paar Mal zitiert, um zu zeigen, dass manche Probleme noch aktuell sind. Den sogenannten Wise Man Report würde man heute natürlich nicht mehr so nennen. Den berühmten Amel-Bericht von 1967, der im Grunde die Basis für den doppelten Ansatz von gleichzeitigen Ansatz von Abschreckung und Dialog formulierte. Dann den Albright-Bericht von Madeleine Albright vor 10 Jahren. Das mündete in ein neues strategisches Konzept von 2010 und jetzt unser Bericht. Ich will hinzufügen, weil ich auch schon die eine oder andere Frage gesehen habe, unser Mandat war ein politisches Mandat.
Also wie ist die politische Rolle der NATO? Wir haben jetzt uns nicht mit der Frage beschäftigt, ob Drohnen sinnvoll sind oder Flugzeugträger oder welche Satellitensysteme militärisch sein sollten oder gerade nicht. Das war nicht unser Auftrag und das hat uns nicht beschäftigt. Nun zu unseren Empfehlungen. Wir haben ganz viele Empfehlungen gegeben, wichtige und unwichtige, interne und externe. Das können Sie alles nachlesen. Ich will mich auf 10 beschränken und auch sie nur andeuten. Und wenn Sie wollen, kommen wir darauf natürlich in der Diskussion zurück. Unsere erste und zentrale Empfehlung ist, dass die NATO dringend ihr strategisches Konzept aktualisieren muss. Update schreiben wir. Manche schreiben von einem neuen strategischen Konzept. Das sind jetzt mal Feinheiten. Im Prinzip soll es eigentlich ein neues sein unter Aufrechterhaltung der 3 Core Tasks, also der 3 Hauptaufgaben, die die NATO bisher hat. Warum ist das so? In dem bisherigen strategischen Konzept von 2010 wird China mit keinem Wort erwähnt. Auch der Terrorismus spielt eine Randrolle. Russland ist ein strategischer Partner. Die Rolle der neuen Technologien werden nicht richtig betrachtet. Und inzwischen haben einige militärische Dokumente, Herr Annen weiß das, im Grunde sind weiter als die politischen Dokumente, die eigentlich den Vorrang vor den militärischen Dokumenten haben sollten. Und auch das ist nicht in Ordnung. Und deswegen denke ich, ist es Zeit für ein solches neues strategisches Konzept. Wir schlagen vor und wir sind froh, dass Herr Stoltenberg das übernommen hat, dass wir jetzt aber nicht 5 Jahre eine Strategiediskussion führen. Das muss in 1 bis 1,5 Jahren abgeschlossen sein. Und das halten wir auch für möglich. Das ist unsere zentrale Empfehlung. Ein solches aktualisiertes Konzept wird auch einen Beitrag zur Kohäsion leisten, zur inneren Kohäsion, zum Zusammenhalt der NATO, die auf vielfältige Weise auch in Frage stellt. Sie haben schon, Herr Chabrian zitiert, das Wort von Macron und dem Hirntod. Das hat ein bisschen mit der politischen Debattenkultur zu tun, darauf komme ich gleich. Soweit also unsere zentrale Forderung. Nun will ich kurz 10 Forderungen im Einzelnen, Empfehlungen nennen, die wir vorgetragen haben. Erstens Russland. Wir schlagen im Blick auf Russland vor eine Fortführung des zweigleisigen Ansatzes von Abschreckung und Dialog. Die Allianz muss sich weiterhin politisch geeint gegen russische Aggressionen stellen, vor allem im hybriden Spektrum. Ohne russische Rückkehr zum internationalen Recht kann es keine Rückkehr zu Business as usual geben. Gleichzeitig halten wir an der NATO-Russland-Grundakte fest. Die Allianz sollte stets offen sein, auf positive Veränderungen im russischen Verhalten zu reagieren. Durch verstärkte Dialogangebote bei etwa der Rüstungskontrolle und auch politisch. Allerdings muss sich dabei auch im russischen Verhalten natürlich etwas ändern. Zweitens China. China formuliert selbst eine Führungsrolle für die Welt. China ist, was die militärische Ausrüstung angeht, weit hinter der NATO zurück, aber mit exponentiellem Wachstum, entwickelt nicht nur Flugzeugträger, sondern Interkontinentalraketen und vieles andere mehr. Deswegen muss die NATO China in den Blick nehmen. Nicht als ein Bündnis, was sich von einem transatlantischen Bündnis zu einem transpazifischen Bündnis entwickelt. Eine Artikel 5-Garantie für Vorfälle in Asien kann es nicht geben, nach Auffassung auch unserer Reflexionsgruppe. Etwas anderes ist es, wenn China uns unmittelbar bedrohen würde, im hohen Norden oder mit Raketen oder mit Cyberangriffen. Darauf komme ich noch. Das ist ein anderes Thema. Das ist so. Und trotzdem war die NATO immer ein regionales Verteidigungsbündnis mit einer globalen Sicherheitsperspektive. Wir haben das in unseren internen Debatten ein bisschen abgekupfert von der Umweltbewegung genannt Think Global, Act Transatlantic. Also eine globale Betrachtungsperspektive angesichts China ist dringend geboten. Wir empfehlen, dass die NATO eine China-Strategie entwickelt, dass es dazu einen speziellen Council gibt, dass wir in ganz anderer Weise als bisher strategisch betrachten, wo sind Verletzlichkeiten durch Chinas Aktivitäten in der Welt, was Rohstoffe angeht, in Afrika und Ähnliches. Ich sage mal ein Beispiel, wenn jetzt Daimler nicht mehr produzieren kann, weil sie von der Chipproduktion in China abhängig ist, ist das eine ganz schlechte Nachricht für die deutsche Industrie.
aber vielleicht sicherheitspolitisch nicht so relevant. Wenn aber die Chipproduktion dazu führt, dass die militärische Ausrüstung der NATO nicht mehr funktioniert, dann ist das ein Punkt, der interessiert die NATO. Und die Frage, ob es sinnvoll ist, dass der Hafen von Piräus China gehört, ist eine Frage, die man in der NATO diskutieren müsste. 5G und viele andere Fragen. Also die sicherheitspolitischen Vulnerabilitäten, Verletzlichkeiten, die Aktivitäten Chinas im Weltraum, in der Welt, die sicherheitspolitisch relevant sind, müssen vom Bündnis betrachtet, analysiert und daraus eine gemeinsame Strategie, möglichst natürlich mit der EU, entwickelt werden. Drittens, neue Technologien. Hier ist es sehr schwierig, dass die NATO ihre technologische Führung bewahrt. Die NATO muss sich öffnen für den privaten Sektor. Wir schlagen als Startpunkt eine Art digitalen Gipfel vor, also einen Gipfel der NATO mit den privaten Chefs der großen Unternehmen. Wir stellen uns eine ganz andere Form der Zusammenarbeit vor. Wir schlagen auch dann, es sind kleinere Dinge vor, dass die NATO selbst Start-up-Finanzierung macht, dass sie im Bereich neuer Technologien junge Menschen an sich bindet, die Diskussion offener führt und ihren Closed Shop sozusagen im Blick auf den privaten Sektor öffnet. Viertens, Rüstungskontrolle. Man muss wissen, dass die NATO bis auf einige Punkte eigentlich nicht Verhandlungspartner der Rüstungskontrolle war, aber wohl zentrales Forum für Austausch. Es gab Zeiten, da haben die Amerikaner jeden Schritt vor und nach Verhandlungen in der NATO diskutiert. Das ist lange vorbei. Die Gruppe schlägt vor, dass das wieder eintritt. Die NATO muss wieder das Forum für den Austausch auch von Rüstungskontrolle werden. Die NATO selbst sollte eine Rüstungskontrollagenda entwickeln, insbesondere bei Verifikation, Open Sky und vielen anderen Dingen. Die NATO sollte vorschlagen, ob und in welcher Weise man neue Technologien in Rüstungskontrollregime einbeziehen kann. Sehr kompliziertes, aber ich glaube, sehr wichtiges Thema. Ich nenne nur das Stichwort künstliche Intelligenz oder automatisierten Waffeneinsatz. Und die NATO sollte versuchen, auch wenn das schwierig sein wird, China in Rüstungskontrollverhandlungen einzubeziehen. Fünftens, NATO und EU. Gerade die neue Administration sollte eine Chance sein, eine neue transatlantische Kooperation zu konstituieren. Was die Zusammenarbeit mit der NATO und der EU angeht, kommen wir zu einem ernüchternden Ergebnis. Ich habe das einigen aus diesem Kreise schon gesagt. Die EU ist weit vor mit Sprüchen und weit zurück mit Taten, was die sicherheitspolitische Zusammenarbeit angeht. Es gibt auch, was die Zusammenarbeit mit der NATO angeht, wenig tägliche Kooperation. 74 Projekte sind angeblich priorisiert. Wenn sie alles priorisieren, ist wenig priorisiert. Das muss wirklich mal auf ganz andere Füße gestellt werden und ernst genommen werden. Sonst ist auch die EU überhaupt kein sicherheitspolitischer Partner. Mit dem Austritt der Großbritanniens aus der EU, mit der Tatsache, dass Norwegen und die Türkei nicht Mitglieder der NATO, der EU sind, sind ungefähr 70% der Fähigkeiten der NATO gar nicht bei der EU. Auch da muss die EU ein realistischeres Bild entwickeln. Auch hier schlagen wir vor, dass es eine Art Gipfel geben muss, wo man sozusagen mal die Stunde der Wahrheit einläutet und sagt, ja, wir wollen anders zusammenarbeiten, aber wir hören auch von der Ebene der großen Visionen, hinter denen nicht viel steckt. Das Wort von der strategischen Autonomie kommt einmal vor in dem Bericht. Ich mache jetzt mal einen persönlichen Exkurs, meine persönliche Meinung. Ich halte wenig von diesem Begriff. Er ist entweder naiv, weil es wird auf unabsehbare Zeit keine strategische Autonomie der Europäischen Union geben. Wie soll es einen nuklearen Schutzschirm für Deutschland und Europa geben ohne den amerikanischen Schutzschirm? Frankreich wird nie bereit sein, seine Autonomie aufzugeben. Großbritannien wird es sicher auch schwieriger haben. Außerdem reichen auch die Systeme nicht aus. Und die Forderung nach einer strategischen Autonomie könnte als Einladung an die US-Seite missverstanden werden, Europa zu verlassen. Also ich schlage vor, diesen Begriff nicht zu verwenden. Strategische Souveränität ist auch nicht viel besser. Also mehr europäische Verantwortung reicht mir schon, wenn es dann auch wirklich mal umgesetzt würde. Sechstens, Partnerschaften. Die NATO hat über 40 Partnerschaften. Die sind, wie es heißt, demand-driven. Das heißt, die NATO wartet ab, welche Wünsche denn die Partner haben. Das schlagen wir vor, vom Kopf auf die Füße zu stellen.
Die Partnerschaften müssen jedenfalls auch interest-driven sein, also im Interesse der NATO verstanden werden. Und wir wollen einen besonders engen Austausch mit den Staaten des asiatisch-pazifischen Raums, soweit sie demokratisch sind, gerade im Blick auf China, Australien, Neuseeland, Südkorea, Japan, möglicherweise auch Indien. Siebtens, der politische Zusammenhalt der NATO, daran muss dringend gearbeitet werden. Wir schlagen vor, dass es eine Art Common Pledge, also eine Art Selbstverpflichtung gibt, sich auf die Werte des Warschauer Vertrages zu besinnen. Wir haben Probleme mit gemeinsamen Werten in der, nicht nur in der EU, sondern auch in der NATO. Wir haben in dem Bericht vermieden, jedes Land zu erwähnen, irgendein Land zu erwähnen, aber man kann ja zwischen den Zeilen auch lesen. Wir schlagen vor, achtens deswegen auch ein Exzellenzzentrum für demokratische Resilienz, wo wir auch die, wo von der NATO aus ein Beitrag geleistet werden kann, Angriffe auf demokratische Institutionen in politischer Weise zu beantworten. Neuntens, Konsultationen innerhalb der Allianz müssen systematisch gestärkt werden. Die NATO muss wieder die zentrale Plattform für den Austausch über sicherheitspolitische und strategische Fragen werden. Das ist sie im Moment nicht. Die Außenminister treffen sich zu selten, die Verteidigungsminister auch. Die Treffen sind höchst ritualisiert. Es gibt wenig echte Debatten. Es ist zu viel Macht, wenn Sie so wollen, bei den NATO-Botschaftern. Wir brauchen mehr informelle Treffen, Barbecue-Formate. Die nationalen Sicherheitsberater müssen sich treffen, die politischen Direktoren müssen sich treffen. Wir wollen, habe schon gesagt, mehr Öffnung für den privaten Sektor. Es ist auch sinnvoll, dass die NATO sich mit den Ressorts trifft, die auch für sicherheitspolitische Fragen verantwortlich sind, im Cyberbereich etwa die Innenminister, mit den Finanzministern, mit Forschung, mit Wirtschaft, mit all diesen Dingen. Es muss nicht feststehen, bevor Minister sich treffen, dass ein umfangreiches Dokument bereits vorher verabschiedet ist. Bei der EU führen wir vielleicht zu viele Debatten. Aber ein bisschen mehr in der NATO täte uns auch gut. Bisher gibt es eine im Grunde sozusagen Konfliktvermeidungsdebattenhaltung in der NATO. Wenn es ein Problem gibt, was die NATO schwächen könnte, weil man nicht keiner Meinung ist, spricht man nicht darüber. Wir schlagen vor, das genau umzudrehen. Wenn es ein Problem gibt, was die Sicherheit angeht, was irgendein NATO-Land beschwert, auch über ein anderes, dann muss es erst recht zum Thema der NATO werden. Das muss nicht alles öffentlich sein. Also eine ganz neue Debattenkultur scheint uns sehr wichtig zu sein. Dazu gehört auch die Frage, wie man Blockaden überwindet. Das ist auch ein Riesenproblem, dass auf Komiteeebene jedes einzelne Land jede Entscheidung der NATO blockieren kann. Wir wollen am Konsensprinzip festhalten, haben aber einige Vorschläge gemacht, wie man das erschweren könnte. Aus Zeitgründen will ich das nicht näher vertiefen. Und zehntens, Resilienz muss eine umfassende Querschnitts- und Basisaufgabe sein. Es könnte sogar sein, das haben wir nicht so richtig als Empfehlung geschrieben, aber sehr viel diskutiert, ob nicht neben den drei Kernaufgaben auch Resilienzstärkung eine vierte Kernaufgabe in einem neuen strategischen Konzept sein könnte. Das wird sicher weiter diskutiert werden. Dabei geht es insbesondere natürlich auch um Cyberangriffe. Wir haben das sehr kryptisch und sehr zurückhaltend formuliert, aber auch wir empfehlen, dass die NATO sich mit der Frage beschäftigt, kann es sein, dass Cyberangriffe die Eingriffsschwelle von Artikel 5 erreichen und was geschieht dann? Auch was die Entscheidungsfindung angeht. Ich meine, in Deutschland wäre, wenn das im Saarland stattfindet, der Innenminister vom Saarland zuständig. Das wird sicher nicht die zukunftsweisende Antwort sein für die Zukunft Deutschlands und der NATO. Und darüber wird zu diskutieren sein. Das sind die 10 wesentlichen Empfehlungen, die ich nennen will. Wir haben uns mit weiteren Punkten beschäftigt, die ich jetzt nur nenne. Welche Rolle spielt Corona, das Klima, der Klimawandel, Women, Peace and Security, strategische Kommunikation, Institutionenveränderung, all das will ich jetzt im Einzelnen nicht vertiefen. Ein paar ganz letzte Skizzen nur zur Rolle Deutschlands in diesem Zusammenhang. Natürlich ist da Deutschland nicht nur wegen der Mittellage, sondern auch wegen seiner Tradition die Aufgabe, eine Art Brückenbauer zu sein, jetzt nicht zwischen Ost und West, das meine ich jetzt nicht, sondern auch innerhalb der NATO. Wir haben eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Westen geschlossen bleibt, ohne dass es zu Blockbildung mit harten Fronten kommt.
Wir haben eine Aufgabe, dass die Sicherheits- und verteidigungspolitische Zusammenarbeit der EU wirklich gut funktioniert, aber nicht auf Kosten des transatlantischen Bündnisses. Wir haben eine Aufgabe bei den Lösungen der Frage einer gerechten Lastenverteilung. Das betrifft auch natürlich das 2%-Ziel. Wir haben eine Rolle auch zur Wahrung demokratischer Rechte auch innerhalb der NATO, ohne dass wir in allen Themen der moralische Mahner für die ganze NATO sein könnten oder sollten. Wir haben eine bestimmte Rolle, dass Rüstungskontrolle ein zentraler Punkt ist. Wir haben aber keine Rolle, nach meiner Auffassung, das beendet jetzt das und das schlüpfe ich nochmal in jetzt meine Rolle als deutscher Politiker. Wir sollten nicht in die Rolle kommen, dass Deutschland in ganz vielen Fragen eine Sonderrolle einnimmt und sich durch Positionen isoliert, die sonst kein anderer NATO-Staat vertritt. So, da wissen, glaube ich, auch einige, was ich damit meine. Das muss ich aber in diesem Kreis vielleicht nicht vertiefen. Das beendet meine einführenden Vorträge und den Bericht über diese NATO-Reflexionsgruppe. Wir hoffen, dass viele Empfehlungen davon aufgegriffen, streitig diskutiert werden. Wir haben unendliche sogenannte Outreach-Veranstaltungen mit Thinktanks. Übrigens, nächste Woche habe ich noch eine mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Also ich muss sagen, die Sozialdemokratie ist sehr, sehr aufgeschlossen für all diese Debatten. Manchmal offener als meine Partei, da ist vieles zu selbstverständlich und wird nicht richtig tief genug durchdacht. Da freue ich mich auch, wenn manches streitig ist mit den Sozialdemokraten. Und bei den Grünen ist eine interessante Debatte in Gang zu kommen. Wer regieren will, muss sich mit diesen Fragen natürlich auch intensiver beschäftigen, als wenn er nicht regieren will. Das lernen die Grünen gerade. Das ist so. Also ich freue mich, dass es auch in Deutschland eine Debatte gibt, aber ich hoffe, dass es dann auch zu Ergebnissen führt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ein herzliches Dankeschön, Herr de Maizière. Wir werden anschließend in der Diskussion sicherlich noch auf das ein oder andere zurückkommen. Meine Frage geht jetzt an Herrn Walter Borjans. Sind Sie wieder am Mikro und können wir Ihren Vortrag noch einmal hören? Ich bin jetzt wieder am Mikro und ich bin auch hoffentlich im Bild. Ich habe zwischenzeitlich mit Wolfgang Hellmich, weil ich nicht wusste, wie das jetzt hier klappt und weil es jetzt zeitlich ein bisschen eng wird, vereinbart, dass Sie einen Text von mir bekommen. Daran habe ich jetzt schon zwischendrin ein Stück dran gearbeitet, dass Sie wirklich auch das, was ich sage, von mir bekommen. Und deswegen kann ich nur an dieser Stelle noch mal sagen, ich will jetzt nicht noch mal auf das Thema eingehen, der Strategieüberlegung und der Gruppe, über die jetzt Herr de Maizière berichtet hat. Da war im Prinzip vieles, und das werden Sie dann auch sehen, so, dass wir das absolut konstruktiv begleiten. Ich fand gerade sehr schön an den letzten Worten von Herrn de Maizière, dass er die Debatte, die damit auch verbunden sein muss, schätzt. Ich kann nur noch mal sagen, es geht wirklich darum, konstruktiv nach vorn zu kommen. Wir machen übermorgen im Parteivorstand, setzen wir eine Arbeitsgruppe ein, die sich auch mit diesem Thema, und zwar ergebnisoffen, der Bewaffnung von Drohnen und dem, was an Sorgen und auf der anderen Seite an Erwartungen damit verbunden ist. Werbe einfach nur dafür, dass wir in der Gesellschaft nicht auseinanderfallen in die, die auf der einen Seite sich in Anspruch nehmen, das ist Expertentum und Pragmatismus und das andere ist irgendwie Ideologie oder verträumt. Ich habe so viele Zuschriften auch aus Kirchenkreisen, aus Gewerkschaftskreisen, aus Kreisen auch ganz unterschiedlicher politischer Zuordnung, dass ich sagen muss, das nehme ich ernst und das müssen wir breit diskutieren, das wollen wir tun. Wir haben eine Menge an Diskussionen, eine Menge Entscheidungen auch schon getroffen, beispielsweise im Koalitionsausschuss über die Frage Eurodrohne, dass das zum Beispiel davon nicht berührt ist. Ich weiß nicht, ob Sie eben noch hören konnten, dass ich gesagt habe, es sind über 50 Vorlagen auf dem Weg, die verbesserte Ausrüstung der Bundeswehr angehen. Ich habe ein bisschen, ich sage jetzt mal anders, will ich gar nicht sagen, aber eine etwas andere Akzentsetzung bei der Frage der Rolle Deutschlands, dass ich immer wieder sage, ja, wir haben eine Geschichte und die spiegelt sich in den vielen, die ihre Sorgen uns gegenüber auch äußern, wieder. Deswegen tue ich mich immer ein bisschen schwer, wenn es so Stimmen gibt. Deutschland muss endlich mal wieder normal werden. Ich finde, dass man mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, durchaus auch Akzente etwas anders setzen kann und dadurch auch bereichernd wirken kann. Immer in der eindeutig klaren Positionierung. Wir brauchen eine gut ausgerüstete Bundeswehr. Wir brauchen eine gute, starke NATO. Wir brauchen darin eine gute europäische Kooperation. Die wollen wir stärken. Daran wollen wir arbeiten.
und wir sind uns bewusst, und ich bin mir sehr bewusst, was alles an Entwicklungen in Sachen Waffensysteme, in Sachen Cyberbedrohungen angeht, was unübersichtlichste Bündnisse, die sich plötzlich in Syrien, in Libyen, in anderen Teilen der Welt ergeben haben, angeht, dass man jetzt nicht mit einer Strategie von vor 11 Jahren daran arbeiten kann, sondern dass man die weiterentwickeln muss. Und diese offene, konstruktive Haltung mit dem einen oder anderen Akzent, mit der Bereitschaft, eine lebendige Debatte zuzuführen, das ist das, was mich umtreibt. Und bitte nicht in irgendeiner Weise einen Vorbehalt gegenüber unserer Bundeswehr und auch der Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten. Das ist ein Punkt, an dem ich mich gerne weiter auch beteilige, auch wenn ich dann jetzt raus muss. Aber den restlichen kleinen Text bekommen Sie dann auch von mir. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Walter Borjans. Vielleicht nochmal für alle zur Information. Herr Walter Borjans hatte, wie gesagt, eine weitere Verpflichtung, aber er wollte unbedingt heute Morgen auch hier dabei sein. Er wollte bei der Veranstaltung einmal sprechen, und dass das nicht ganz so geklappt hat heute mit dem Mikro, das steht auf der anderen Seite. Trotzdem ein herzliches Dankeschön auch für Ihr klares Bekenntnis zu den Streitkräften und auch so zur NATO. Und wie Sie sagten, dass wir vor einem Diskussionsprozess halt hier stehen, den Sie voll und ganz auch unterstützen werden. Und wir warten dann auf die schriftliche Zusammenfassung. Ihnen einen herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg am heutigen Tage. Als nächstes wird Herr Nils Annen zu uns sprechen. Herr Annen ist seit 2005 mit 4-jähriger Unterbrechung Mitglied des Deutschen Bundestages und seit 3 Jahren Staatsminister im Auswärtigen Amt. Auch Deutschland hatte frühzeitig erkannt, dass aufgrund der gravierenden Veränderung der sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen großer Anpassungsbedarf bei der NATO besteht. Auf Anregung von Außenminister Maas hat seinerzeit die NATO den Reflexionsprozess eingeleitet. Die Ergebnisse der Gruppe wurden uns heute von Herrn de Maizière halt hier vorgestellt. Wie beurteilt nun das Auswärtige Amt die Ergebnisse des Reflexionsprozesses? Welche Konsequenzen haben die Empfehlungen für Deutschland und welchen Beitrag kann Deutschland leisten zur Festigung des Bündnisses? Ich bitte nun Herrn Staatsminister an um seinen Beitrag. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Einen schönen Gruß an alle, die uns jetzt zuschauen. Ich freue mich über das große Interesse und ich will einfach ein paar kurze Bemerkungen machen, die sich auch auf das beziehen, was der Kollege de Maizière hier gerade vorgetragen hat. Und wenn Sie, Herr Vorsitzender, das erlauben, will ich das auch mit einem ganz großen Dank verbinden. Denn es ist darauf hingewiesen worden, es gab in der NATO ja eine extrem schwierige Situation. Und ich muss auch sagen, ohne dass ich jetzt hier zu sehr über mich persönlich reden will, aber ich bin damals, weil mein Minister einen anderen Termin hatte am zweiten Tag dieses NATO-Gipfels, für ihn dabei gewesen und habe gesehen, was dort sich für eine Dynamik entwickelt hat. Die Rede des amerikanischen Präsidenten, die völlig überraschend eigentlich zu einem ganz anderen Tagesordnungspunkt. Letztlich, ich glaube, man muss wirklich so sagen, auch die Existenz dieses Bündnisses in Frage gestellt hat. Das war schon ein traumatischer Augenblick für die Allianz. Und wir mussten darauf reagieren. Und ich glaube, dass die Kombination aus, darf man das so sagen, Coolness auch der Bundeskanzlerin in dieser Situation, sich nicht provozieren zu lassen, das Bündnis zusammenzuhalten und dann aber eben auch in dem engen Abstimmungsprozess zwischen ihr und Heiko Maas zu sagen, wir müssen nicht nur versuchen, den Laden zusammenzuhalten, sondern wir brauchen einen Weg aus dieser Krise heraus mit einer Zukunftsperspektive. Das ist das, was aus meiner Sicht gelungen ist. Einmal wegen der hervorragenden Arbeit, Herr de Maizière, von Ihnen und Ihrer Arbeitsgruppe, auch in dieser für diese Aufgabe ja eigentlich in einer Rekordzeit. Ich will auch nicht verhehlen, wir wollten das auch so. Weil jeder, der ein bisschen eigene Erfahrungen in der Politik gemacht hat, weiß, es gibt ja 2 Formen von Arbeitsgruppen. Es gibt die Kommission, die man einsetzt, um etwas zu erreichen. Und es gibt die Kommission, die man einsetzt, um eine Debatte nicht zu führen, sondern das Thema zu vertagen. Und Letzteres wollten wir um jeden Preis vermeiden. Und deswegen will ich auch mal sagen, wir haben jetzt die Ergebnisse vorliegen.
Ich habe es so verstanden, dass ich jetzt nicht zu allen 10 Punkten etwas sagen soll, sondern einfach einen kurzen Impuls geben soll. Aber unser Anliegen auch im Auswärtigen Amt ist es, dass wir mit den Ergebnissen jetzt tatsächlich arbeiten. Denn das ist der zweite kritische Punkt in einer solchen Situation. Man kann die Dinge abheften und sich bei allen herzlich bedanken und weitermachen wie immer. Und das kann sich die NATO nicht leisten. Das ist, glaube ich, deutlich geworden, auch aus den Bemerkungen von Ihnen, Herr de Maizière, auch die strategischen Herausforderungen, auch die Schwächen, die Sie aufgedeckt haben. Und wir hoffen deswegen sehr, dass es ein bisschen sozusagen jetzt, wie die Amerikaner sagen, Inside Baseball, aber wir hoffen sehr, dass das Papier, was Herr Stoltenberg jetzt auf dieser Grundlage vorgelegt hat, dass das auch tatsächlich hochrangig diskutiert wird. Und genau in dem Format, wie wir es brauchen, nämlich in einem informellen Format, in dem die Chefin und die Chefs tatsächlich miteinander diskutieren und nicht vorbereitete Papiere ablesen für ein Kommuniqué, das schon feststand, bevor man überhaupt nach Brüssel gereist ist. Und diesen Spirit brauchen wir. Und ich denke, dass Deutschland in diesem Prozess schon eine wichtige Rolle spielt. Ich will mich auch auf das beziehen, was beide gesagt haben, sowohl Sie, Herr de Maizière, als auch Norbert Walter-Borjans, nämlich, dass Deutschland eine besondere Rolle hat, eine besondere Rolle aufgrund einfach unserer geografischen Lage. Wir können auch unsere Geschichte nicht ausblenden. Und wir merken das ja auch, dass sich sehr stark, auch manchmal sehr emotional auf die deutsche Politik bezogen wird. Was Erwartungen angeht, das ist erstmal gut. Erwartungen, das müssen wir auch offen ansprechen, die wir im Bereich beispielsweise der Ausstattung und der Stärke der Bundeswehr, der Finanzierung unserer Streitkräfte nicht immer erfüllt haben in den letzten Jahren. Gleichwohl, wenn man sich den Aufwuchs jetzt anschaut, denke ich, sind wir auf einem Weg, den wir auch als einen guten Weg bezeichnen können. Aber es gibt auch manchmal emotionale Diskussionen und Kritik an Deutschland. Sie haben das angesprochen, Herr de Maizière, die Frage, wie in Teilen unserer osteuropäischen, baltischen Partner die Sicherheitsperzeption aussieht, also die Bedrohungsanalyse, die sich manchmal unterscheidet. Und ich glaube, wir müssen das positiv wenden. Und wir können einen solchen Prozess hin zu einem strategischen Konzept, wir brauchen das dringend, eine neue, realistische, auf die heutigen Herausforderungen ausgerichtete Strategie, können wir diese Situation und, ich sage mal, auch die Positionierung Deutschlands nutzen. Und das müssen wir auch tun. Darin liegt auch eine Verantwortung. Und der zweite Punkt, das konnten wir damals natürlich noch nicht wissen, als wir auf diese Trump-Krise reagieren mussten. Aber wir haben eine neue Regierung in Washington. Eine Regierung, die transatlantisch ausgerichtet ist, mit sehr vielen Akteuren, die sozusagen politisch und militärisch ihre Erfahrungen gesammelt haben, in der Arbeit mit Partnern, mit Alliierten, mit Bündnispartnern. Und das ist eine Chance, die wir einfach nicht verpassen dürfen. Gleichwohl, und da würde ich, Herr de Maizière, vielleicht eine etwas andere Akzentuierung formulieren, als Sie das getan haben. Gleichwohl reicht es natürlich nicht, das Bündnis mit den Vereinigten Staaten jetzt wieder zu beleben, da wir tatsächlich keine Gewissheit über die langfristige Ausrichtung der amerikanischen Politik haben können. Ich will hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber natürlich ist die Herausforderung sowohl bei den europäischen Mitgliedern der NATO, aber auch der Europäischen Union schon eine, die das berücksichtigen muss. Mit anderen Worten, wir wissen nicht, ob Herr Trump in 4 Jahren zurückkommt oder jemand, der seine Politik fortführt. Und deswegen, undiplomatisch gesprochen, wir müssen jetzt die Flöcke einschlagen. Wir brauchen aber mehr europäische Souveränität. Und ich weiß, dass die Begriffsdebatte uns nicht immer weitergeführt hat. Und ich will das auch ausdrücklich nicht alleine auf die militärische Ebene beziehen. Und das ist vielleicht dann auch ein bisschen ein Grund dafür, dass wir uns innerhalb auch der europäischen Partner nicht immer ganz richtig verstanden haben, weil ich auch nicht glaube, dass man in wenigen Jahren eine militärische Souveränität sich erarbeiten kann. Und ich weiß auch gar nicht, ob das die Zielsetzung sein muss. Aber wenn ich an andere Fragen denke, die Sanktionsdebatte beispielsweise in vielen anderen Fragen, müssen wir enger zusammenrücken. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Grund dafür, dass wir manchmal eine Begrifflichkeit verwenden und vielleicht unterschiedliche Interpretationen haben. Und auch das kann ja im Rahmen der Erarbeitung eines neuen strategischen Konzepts adressiert werden. Ich möchte ganz kurz, Herr Chapiani, das darf nur als Stichpunkte nennen, weil mir das sehr, sehr wichtig ist.
Einmal die Frage, wie gehen wir mit China um und den Spannungen auch im Indopazifik? Die NATO kann das Thema gar nicht ignorieren, weil wir in so vielen Fragen merken, dass es uns wahrscheinlich für die nächste Dekade zentral beschäftigen wird. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Bundesrepublik Deutschland im EU-Kontext nicht anders über China sprechen als im NATO-Kontext. Natürlich wird man in der NATO immer einen stärkeren Blick auf den Sicherheitsaspekt werfen, aber wir wollen die NATO ja auch als politisches Bündnis stärken. Und deswegen müssen wir diesen Dreiklang, den wir europäisch jetzt formulieren, China als Partner, als Wettbewerber und strategischer Rivale, auch in die NATO-Sphäre übersetzen. Und das kann dann auch nicht bedeuten, dass wir China ausschließlich als strategischen Rivalen betrachten. Ich belasse es mal dabei, weil ich wahrscheinlich schon länger rede, als ich sollte. Aber der zweite Punkt ist, dass wir sehr viele gute Rückmeldungen bekommen auf das von der Bundesregierung verabschiedete Konzept oder die Leitlinien für unsere Indo-Pazifik-Politik. Das ist bisher ein Dokument der Bundesregierung, aber wir reden mit unseren europäischen Partnern darüber. Und ich glaube, alleine die Erfahrung schon der letzten Wochen und Monate, aber auch die Haltung, mit der die Bundesregierung sich an die Umsetzung macht, ist etwas, was auch im Kreis der NATO eine Rolle spielen kann. Und jetzt gibt es auch in meiner Partei, das ist ja auch kein Geheimnis, auch durchaus eine Debatte über einen Aspekt dieser Indo-Pazifik-Leitlinien, der sich auch auf eine militärische Präsenz bezieht. Ich finde, wir müssen die Dinge zusammendenken. Aber dass wir jetzt eine Marinefahrt in der Region unternehmen, ist nach meiner Beobachtung bei unseren Alliierten, bei unseren Freunden auch als eine starke, positive Botschaft angekommen. Und das ist, denke ich, auch eine Chance, das Konzept insgesamt, was mehr enthält als die Frage einer Marinefahrt, stärker zu kommunizieren. Und darauf freue ich mich. Und Herr de Maizière, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt diese konkrete Arbeitsgrundlage haben, dass Sie das auch unter diesen schwierigen Bedingungen in so kurzer Zeit geschafft haben. Setzt, hoffe ich, auch den Apparat in Brüssel ein bisschen unter Druck. Und wir, das verspreche ich Ihnen, werden dazu beitragen, dass der Druck nicht nachlässt, sondern dass wir jetzt mit den Ergebnissen arbeiten. Und nochmal herzlichen Dank für die Möglichkeit, das hier so kurz darzustellen. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatsminister, für Ihre ausführliche Stellungnahme. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt die Stimme des Ministeriums gehört. Wichtig ist natürlich auch einmal zu hören, wie sehen denn unsere Parlamentarier das? Und da gibt es die europäische und nordamerikanische Parlamentarier, das sogenannte NATO-Mitgliedstaaten, die sich regelmäßig treffen. Und in dieser Versammlung, dieser parlamentarischen Versammlung der NATO, werden natürlich auch diese Fragen und die Probleme der Allianz diskutiert. Herr Helmig, Sie sind dort Vorstandsmitglied. Wie bewerten denn die Vertreter der verschiedenen Parlamente der NATO-Staaten die Lage in der NATO? Wo sehen Sie den Handlungsbedarf? Und wurden dort auch schon die Empfehlungen der Reflexionsgruppe diskutiert? Vielen Dank dafür, dass ich da kurz etwas zu sagen kann. Ich nehme mal ein Beispiel oder zwei Beispiele aus den letzten beiden Tagen. Vorgestern habe ich in der Videokonferenz mit französischen Kolleginnen und Kollegen aus der Assemblée Nationale über die Frage der Kooperation, die Frage von strategischer Souveränität oder Autonomie diskutiert. Gestern waren es Kolleginnen und Kollegen aus Norwegen und in Dänemark zu der Frage der Arktis und wie denn die NATO sich dort verhalten wird. Das wirft einen Blick auf das, was die NATO-Parlamentarierversammlung tut, weil dort nämlich sehr viele, sehr unterschiedliche Stimmen und auch Interessen zusammenkommen, die vieles nochmal sehr deutlicher zum Ausdruck bringen, als das bei Gesprächen zwischen Regierungen der Fall ist, weil es auch noch stärker von politischen Implikationen betroffen ist und die kurzen Debatten, ich sage mal heftigen Debatten zwischen französischen Kolleginnen und Kollegen und türkischen Kolleginnen und Kollegen in der Sprecherrunde weist auf das gesamte Spannungsfeld hin, das auch in dem parlamentarischen politischen Raum eine große Rolle spielt. Wir sind sehr früh gerade aus einer deutschen Position heraus auf die NATO-Parlamentarierversammlung zugegangen und haben gesagt, wir müssen uns um diesen Reflexionsprozess kümmern.
weil wir die politischen Implikationen aus unserem Blick heraus mit dort hineinbringen müssen. Das hat auch zu einer Positionierung der Parlamentarierversammlung in einem Beschlusspapier schon vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr geführt, solange man sich noch persönlich treffen könnte. Uns war dabei, glaube ich, unisono sehr wichtig, dass die Frage der parlamentarischen Debatten, der Verankerung dessen, was die NATO tut im politischen parlamentarischen Raum, an der Stelle sehr wichtig ist, weil es dort auch um die Frage der politischen Legitimation in einer sehr großen politischen Heterogenität geht. Und es geht um die Frage, das Mittragen und auch das Vermitteln über einen solchen politischen Prozess auch in die Bevölkerung hinein und zu den Bürgerinnen und Bürgern, zu der Frage, vor welcher Situation stehen wir eigentlich, welche Antwort gibt denn die NATO in unserem gemeinsamen Sicherheitsinteresse, wie muss sich dieses weiterentwickeln und zu versuchen, die unterschiedlichen Positionen auch zusammenzubringen. Es ist wahrscheinlich verständlich, das ist nur zum Teil gelungen, nicht hundertprozentig, weil dort die Diskussionen auch sehr weit auseinandergehen. Aber ich glaube, unser Einbringen in die Debatte einer 360-Grad-Perspektive, was ich vorhin versucht habe zu schildern, mit zwischen der Arktis im Norden und der Sahelzone und Afrika im Süden, dem Einsatz in Afghanistan und im Irak und der neuen Rolle Chinas, sind alles Fragen, die gerade die Parlamentarier verarbeiten und miteinander diskutieren. Ich glaube, sehr konstruktiv diskutieren und auch viele Punkte und Elemente mit auf den Tisch gelegt haben, worum sich denn die NATO da kümmern muss. Also uns ist es wichtig, dass die politische Debatte geführt wird und das ist vor allem auch eine politisch-parlamentarische Debatte, nicht nur in der Parlamentariersammlung, sondern auch in den nationalen Parlamenten. Deshalb hoffe ich, dass wir in Kürze auch den Kollegen de Maizière mit seinem amerikanischen Kollegen zum Beispiel in unserem Verteidigungsausschuss dazu begrüßen können. Eine Woche. Wir versuchen das Mitte April, also in der, wenn es coronamäßig geht, in der Woche 12. bis 16. April. Ja. So sind die Planungen. Und in derselben Woche oder zwei Wochen davor wird auch der französische oberste Armeechef im Verteidigungsausschuss sein. Und da werden diese Debatten auch alle miteinander geführt werden. Und vorhin schon mal angesprochen, bei den 25 Millionen Vorlagen geht es letztendlich bis zum Ende der Legislaturperiode auch darum, den militärischen Planungsprozess der NATO in entsprechende Beschlüsse auch des Bundestages und des Haushalts- und des Verteidigungsausschusses umzusetzen. Da sind wir denn bei sehr pragmatischen und praktischen Fragen von Umsetzung von Strategie in konkrete politische Entscheidungen in den Parlamenten. Ja, ein herzliches Dankeschön über einen Überblick über die Arbeit dort in der Europäischen Parlamentsgruppe. Meine Damen und Herren, Frau Dr. Högel hatte sich angemeldet, aber wir haben noch keinen Kontakt zu ihr. Ich wollte da mal darauf hinweisen. Wir wissen noch nicht, ob sie noch sich halt hier aufschalten kann. Deshalb führen wir aber weiter das Gespräch und als nächstes wird Herr Professor Dr. Johannes Fabik, Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität in Halle, zu uns sprechen und er ist gleichzeitig auch der Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Diese Gesellschaft für Sicherheitspolitik ist ein Verein mit ca. 6.000 Mitgliedern, der seine Aufgabe in einer differenzierten Vermittlung sicherheits- und verteidigungspolitischer Sachverhalte zur Meinungsbildung der Bürger halt hier sieht. Professor Fabik ist einer der profiliertesten politikwissenschaftlichen Analytiker und Experte für Fragen der internationalen Sicherheit mit einer Vielzahl von Veröffentlichungen. Eines seiner letzten Bücher hatte den Titel NATO, die NATO in Unordnung. Herr Professor Fabik, ich bitte um eine Stellungnahme zum Reformbedarf der NATO und zu den Empfehlungen der Reflexionsgruppe aus der Gesicht des Wissenschaftlers, des Analytikers. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank, Herr Schabrian. Vielen Dank. Sie haben es gesagt, die Gesellschaft für Sicherheitspolitik will einen gepflegten Dialog in unserer Gesellschaft zu diesen sicherheitspolitischen Fragen initiieren und führen. Und ich glaube, heute ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir das machen. Und ich bin sehr angeregt über die Inputs, die wir bisher hatten.
Und ich fand das eine sehr spannende Darstellung von Herrn de Maizière. Und die Ergänzung von Herrn Annen, wer zwischen den Zeilen lesen kann, weiß eigentlich, wo die Musik drin ist. Ich will jetzt nicht in die einzelnen Empfehlungen gehen, aber vielleicht noch mal einmal auch sagen, dass ich als jemand, der sich da wissenschaftlich mit beschäftigt, überaus angeregt von diesem Papier bin. Das ist wirklich eine hervorragende Bestandsaufnahme und das sollten alle lesen. Und ich bin sehr froh, dass das jetzt endlich auch in Deutsch vorliegt. Nicht, weil ich nicht Englisch lese, sondern weil das hilft in der Diskussion. Und das war ja lange nicht der Fall. Und das war auch so ein Fingerzeig dafür, dass niemanden das wirklich groß interessiert. Und Herr Annen, ich bin froh, dass das Auswärtige Amt jetzt diese Übersetzung geliefert hat. Ist eine Kleinigkeit, aber ein sozusagen doch atmosphärisches Zeichen dafür, dass wir diese Dinge mehr diskutieren müssen. Das Papier ist hervorragend, 67 Seiten. Herr de Maizière hat 10 Empfehlungen rausgegriffen. Es waren insgesamt 140 Empfehlungen in diesem Papier drin, die wirklich eine breite Bestandsaufnahme liefern. Mir fast schon zu breit, und das wäre mein erster Punkt, wenn man nochmal in den NATO-Vertrag von 1949 guckt, der hat 14 Artikel und kommt mit 23 Sätzen aus, in einer Schlankheit, die sozusagen bemerkenswert ist. Und ich glaube, wir müssen mal überlegen, ob wir uns richtig fokussieren. Und das ist keine Frage an diesem Papier. Aber bevor ich diese Fokussierung nochmal einmal versuche, aus meiner Sicht vorzunehmen, will ich nochmal einmal sagen, die NATO hat ja einen ganz interessanten Befund. Militärisch funktioniert sie eigentlich hervorragend. Ich bin jetzt kein Militär, aber nach allem, was die Militärs sagen und auf der militärischen Ebene funktioniert sie hervorragend. Die Probleme liegen in der politischen Dimension der NATO. Und ich glaube, da müssen wir ran. Und ich lese dieses Papier, wo Herr de Maizière führend mitgearbeitet hat, eigentlich als Appell für eine politischere NATO. Und darüber müssen wir, glaube ich, nachdenken. Wir müssen gewissermaßen den Koordinierungsreflex nach Brüssel deutlich stärken. Und da gibt es eine ganze Reihe an interessanten Detailvorschlägen in diesem Papier, die wir uns, glaube ich, angucken sollen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich machen will, ist diese Fokussierung. Was soll denn die NATO machen? Ich glaube, wir haben Bedarf darüber, nochmal uns zu vergewissern, was die NATO denn soll. Ich habe eigentlich 3 Punkte, die ich von der NATO gewissermaßen erwarte, ganz schlank, und ich will das nicht lang ausführen. Das erste ist, die NATO sollte in der Lage sein, das Bündnisgebiet kollektiv zu verteidigen. Und wir wissen alle heute, dass kollektive Verteidigung nicht mehr nur dadurch funktioniert, dass man gegen Panzer sich abwehrt, sondern das muss man breiter denken. Und deswegen ist Sicherheitspolitik komplexer geworden. Und das zeigt auch, dass wir nicht mehr mit 23 Sätzen auskommen wie im NATO-Vertrag, sondern dass diese Debatte eben geführt werden muss, die wir jetzt aufgemacht haben. Das ist komplizierter. Sie muss also in der Lage sein, das Bündnisgebiet kollektiv zu verteidigen. Und sie muss ausbuchstabieren, was dafür nötig ist. Der zweite Punkt, und der ist genauso wichtig, finde ich, und das ist die Aufgabe der NATO, die ein bisschen aus dem Blick gerät. Sie sollte das erste Forum für transatlantische Krisen jeder Art sein. Wir müssen diesen Koordinierungsreflex bei Krisen jeder Art stärken, dass man in Brüssel darüber redet. Herr de Maizière hat das wunderbar ausgeführt und da gibt es viele gute Punkte in dem Papier, wie das gemacht werden soll. Und drittens und damit verbunden, sie sollte im vollen Spektrum transatlantischer Krisenbewältigung und unter Nutzung aller Mittel der Politik handlungsfähig sein. Und das ist sie bei Lichte betrachtet, aus meiner Bewertung jedenfalls, in den vergangenen Jahren nicht gewesen. Und jetzt ist die strategische Frage, und ich meine jetzt mit strategischer Frage nicht, wie wir mit China umgehen, wie die Autonomie der Europäer sich abbildet in der NATO, wie wir über neue Technologien denken, wie wir Partnerschaften stricken und so. Das sind alles absolut zentrale inhaltliche Fragen. Aber ich meine jetzt mit strategischer Frage, sollen wir die NATO sozusagen ausweiten in ihrem Tätigkeitsgebiet und sie vielleicht damit überfordern? Oder sollen wir sie schlanker machen auf ein eng fokussiertes Verständnis oder ein enger fokussiertes Verständnis von Sicherheit stricken? Sind also die Vorschläge, die die de Maizière-Gruppe, wie ich sie jetzt mal nenne, gemacht hat, etwa, dass die Innenminister als NATO-Format tagen sollen? Ist das eine richtige Entwicklung? Da spricht vieles für. Oder ist das eher riskant, weil dann Sicherheit gewissermaßen zerfasert und wir zu einer Talking Society kommen und die NATO ihre eigentliche Funktionsfähigkeit in diesem eng definierten Bereich der militärischen Sicherheit dann möglicherweise einbüßt? Das ist, glaube ich, eine Debatte, die wir nochmal führen müssen. Und das geht nur in der Diskussion sozusagen. Und ein Punkt, und damit will ich schließen, der mir besonders wichtig ist, der ist auch in dem Papier sehr schön ausgeführt, finde ich, ist die Frage, wie geht man mit Koalitionen der Willigen innerhalb der NATO um?
wir dürfen diesen Trend zur Koalition der Willigen nicht diskreditieren, sondern müssen das irgendwie konzeptionell einfangen in der NATO. Weil in dieser sicherheitspolitischen Lage, in der wir uns befinden, wird es zunehmend Koalitionen der Willigen geben, weil die Betroffenheit nicht mehr gleich definiert wird. Und das ist ein Risiko. Und ich habe das Papier so gelesen, dass man dieses Risiko dadurch kleiner macht, indem man besser darüber nachdenkt, wie man Koalitionen der Willigen innerhalb des NATO-Rahmens konzeptionell einbindet, sozusagen. Das ist eine sehr, sehr wichtige politische Aufgabe, glaube ich, vor der wir stehen. Und ich bin jetzt versucht, zu allen möglichen Themen noch was zu kommentieren, zu sagen, aber ich lasse das jetzt mal. Sie haben gesehen, ich habe das eher institutionell jetzt angelegt. Vielleicht haben wir gleich noch in der Diskussion Gelegenheit dafür, aber wir wollen ja diskutieren und deswegen will ich auch kurz sein und bleiben und deswegen höre ich jetzt schon wieder auf. Vielen Dank. Ja, danke schön, Herr Professor, für Ihre Ausführungen. Und wir haben in der Tat in der Diskussion noch Gelegenheit, das ein oder andere zu vertiefen. Als nächstes spricht zu Ihnen Herr Hauptmann Andreas Steinmetz. Er ist der stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes. Er ist Offizier der Luftwaffe, er ist Techniker und er hat verschiedene Mandate des Bundeswehrverbandes wahrgenommen und er ist seit 8 Jahren Stellvertreter des Bundesvorsitzenden. Und seit einigen Jahren ist er auch Leiter der Delegation des Deutschen Bundeswehrverbandes bei Euromil. Euromil, das ist eine Interessenvertretung für Militärangehörige auf europäischer Ebene. Der Bundeswehrverband ist mit seinen rund 200.000 Mitgliedern die Interessenvertretung der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und hat sich auch schon aktiv in die Diskussion über die Neuausrichtung der Bundeswehr eingebracht, sich frühzeitig klar für eine Stärkung der NATO ausgesprochen und sich für eine Erhöhung des Verteidigungsetats, wie gesagt, eingesetzt. Herr Steinmetz, wie bewerten Sie als Interessenvertreter die Vorschläge der Reflexionsgruppe? Bitte schön. Ja, der Deutsche Bundeswehrverband hat sich die Vorschläge angeschaut und ist zu dem Schluss gekommen, dass wir im Großen und Ganzen wahrscheinlich keine Probleme haben, dass diese Vorschläge auch angenommen werden. Die Frage ist natürlich immer die der Umsetzung, aber im Großen und Ganzen sind die meisten Punkte im Prinzip Zwänge, die sich aus der Bewertung heraus ergeben, wie sich im Moment die Situation der NATO in der Welt ergibt. Wir denken auch, dass wir, das Prinzip der Einstimmigkeit war angesprochen, ist ja eher vom Prinzip her eine Fähigkeit zum Konsens, dass diese gestärkt werden muss. Aber am Ende ist der Artikel 5 genau Ausdruck dessen, dass wir sehr wohl unterschiedlicher Meinung sein können, nicht so wie jetzt im EU-Vertrag, Artikel 47, wo wir dann doch anderen Zwängen innerhalb der militärischen Aktion unterliegen. Und von daher, denke ich, müssen wir diese Frischzellenkur, diesen 360-Grad-Blick einer Evolution im Bündnis aufgeschlossen gegenüberstehen. Aber wie so oft, wir sind in der Analyse stark, wir sind in der Analyse gut, wir sehen nicht nur, was die Analyse der NATO betrifft, sondern auch, was die Situation in der Welt im Moment betrifft, durchaus, was die Herausforderungen der Zukunft sind. Wo es dann fehlt, ist dann tatsächlich in der Schlussfolgerung und Umsetzung dessen, was wir geschlussfolgert haben. Der Deutsche Bundeswehrverband steht natürlich zur Bundeswehr, steht zur EU und steht zur NATO. Und wir sind auch der Meinung, dass alle Institutionen nur dann erfolgreich sein können, wenn sie gestärkt werden. Und gerade was die Bundeswehr und was die EU betrifft, sehen wir dort den Hauptfokus. Denn aus was besteht die NATO? Die NATO besteht zum großen Teil aus den USA, zum ganz großen Teil aus den USA. Und dann kommt, Herr de Maizière hat es ja auch erwähnt, noch der kleine Anteil. Und ich meine der kleine Anteil nicht an Bevölkerung und Wirtschaftskraft, sondern der kleine Anteil an militärischem Engagement aus Europa. Und genau diesen Pfeiler müssen wir stärken, wenn wir die NATO weiterentwickeln wollen. Für uns ist im Großen und Ganzen ja auch schon vieles in der Analyse gesagt. Trotzdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, den Fokus auch mal auf einen anderen Bereich zu richten. Und der
kommt meiner Meinung nach eher zu kurz. Wir sind immer stark, auch wenn wir fordern, wenn es um die Zusammenarbeit geht, die Kooperation zugeht, das vor allem unter technischen Gesichtspunkten zu sehen, unter strategischen Gesichtspunkten. Aber wir vergessen oder lassen außer Acht leider zu oft die Menschen, um die es eigentlich geht. Und das ist natürlich neben der betroffenen Bevölkerung, sind es die Akteure. Und hier in diesem Fall sind es die Akteure, die Soldaten. Und deshalb sind wir der Meinung, dass wir in der Vergangenheit, ob das nur die Bundeswehr ist, ob das die EU ist oder auch innerhalb der NATO, zu wenig den Fokus auf die Menschen geworfen haben. Und genau da ist unser Ansatzpunkt, eben den Beitrag zur Stärkung der NATO zu leisten, um uns auch fähiger, schlagkräftiger in Zukunft aufzustellen. Wir haben das jetzt nicht zuletzt gesehen in all den Einsätzen, in denen die Bundeswehr ist im Ausland oder auch einsatzgleiche Verpflichtungen wie im Baltikum, sondern durchaus auch im Rahmen des Managements um die Krise der Pandemie. Deutschland ist auch da nicht nur national in Amtshilfe aufgestellt, sondern eben auch international. Wir unterstützen, durch die Medien ging es, Portugal. Wir haben unzählige Flüge durchgeführt, wo wir erkrankte Soldaten unterschiedlichster Nationalitäten ausgeflogen haben aus dem Einsatzgebiet nach Deutschland oder in die Heimatländer verbracht haben zur weiteren Behandlung. Und wir sind dort sehr, sehr stark aufgestellt als Bundesrepublik Deutschland. Und genau dieser Bereich Lufttransport ist einer der Leuchtturmprojekte, nicht nur in der nationalen Stärkung, sondern auch im internationalen Bereich. Ich möchte da nur an Eindhoven erinnern und an die multinationale Tankerflotte der NATO. Und wir sind auch der Meinung, dass wir das natürlich sehr gut herleiten können, denn als erstes ist natürlich für unseren Auftrag ausschlaggebend Artikel 1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu schützen und zu achten, ist Aufgabe aller staatlicher Gewalt. Und wenn wir das verinnerlichen, nicht nur indem wir es lesen, sondern tatsächlich uns bewusst werden, um was es eigentlich geht, und Herr de Maizière hat es auch angesprochen, wir müssen das alles über die Verantwortung auch letztendlich ableiten. Und es ist aus unserer Bewertung heraus eher nicht verantwortlich, wenn wir einen großen Teil der Abschreckungsleistung, aber nachher auch der Bewältigung der Krisen unseren Partnern überlassen und nicht das tun, was eigentlich für Europa angemessen wäre. Und da spreche ich nicht explizit nur Deutschland an, sondern Europa im Allgemeinen. Dabei bin ich nicht der Meinung, und diese Meinung teilt auch mein Verband, dass wir zwingend zu wenig Personal oder zu wenig monetäre Mittel zur Verfügung stellen, sondern in erster Linie sind wir der Meinung, dass wir sehr ineffizient mit diesen Mitteln umgehen. Und wer die NATO in Zukunft stärken möchte, wer dieses Bündnis schlagkräftig und flexibel gestalten möchte, muss genau daran. Wir haben die Pflicht, die Bundeswehr und auch die EU schlagkräftiger zu machen. Und zwar aus den zuvorderst aus den bestehenden Ressourcen. Und da gibt es genügend Ansatzpunkte. Ich hatte vorhin eine erwähnt, multinationales Transportkommando, ob das nur auf europäischer Ebene ist oder auf NATO-Ebene, können wir fortführen mit Airbags in Geilenkirchen, Sigionella mit AGS. Viele, viele Projekte, die multinational oder binational aufgesetzt werden, sind da der richtige Weg in die Zukunft. Das gilt aber eben nicht nur für militärische Einheiten, sondern das gilt vor allem auch für Ausbildung, Training, Personal. Personalgewinnung wird ein zentrales Thema in Europa in Zukunft werden, denn der demografische Wandel trifft nicht nur Deutschland, sondern auch die anderen europäischen Staaten. Und das wird für uns eine unglaubliche Herausforderung werden, auch in Zukunft noch attraktiv zu sein, attraktiv als Streitkräfte in Europa, als Militär in Europa, um im Wettbewerb zu bestehen und gute, kluge, engagierte Menschen für unseren Beruf zu gewinnen. Aus meiner Sicht eine unglaubliche Herausforderung, die wir eben nicht nur immer lösen können, indem wir
mehr Personal einsetzen, sondern wir müssen das Personal, was wir haben, klug einsetzen. Es bringt uns nicht wirklich weiter, wenn wir in Zukunft auch durch Stärkung der NATO automatisch wieder Organisationen hochfahren, Stäbe hochfahren, Behörden hochfahren und die dann am Ende auch füllen mit Uniformträgern, sondern wir brauchen die Uniformträger genau dort, wo der Kombattant erforderlich ist. Und es ist eben nicht nur diese Nachwuchsgewinnung der Zukunft, die wichtig ist, sondern es geht vor allem auch um Standards. Wir müssen, was wir aus meiner Zeit, wie ich es noch in Erinnerung hatte, als ich zur Bundeswehr kam und die alte NATO kennenlernen durfte, waren wir geprägt von Standards. Wir waren geprägt nicht nur von standardisierten Verfahren, sondern auch die Ersatzteile, Bauteile, Waffensysteme waren durchweg standardisiert. Und ich glaube, wir müssen wieder versuchen, auf dieses Niveau von damals zu kommen. Und da sind wir lange nicht. Das hat natürlich was mit der Wiedervereinigung zu tun, und zwar nicht nur der Wiedervereinigung der Bundesrepublik, sondern auch der Wiedervereinigung Europas. Wir haben viele Länder für die NATO, für die EU gewonnen, die vorher nicht zu unserem Kreis gehörten. Und dort gibt es noch einen immensen Nachholbedarf an Standardisierung auch der Verfahren. Und wir haben Frankreich wieder dazu gewonnen in die NATO. Und für uns als Bundesrepublik Deutschland muss es ein zentraler Baustein sein in der Weiterentwicklung für die Zukunft, auch der Schlagkräftigkeit, dass wir uns sehr, sehr eng mit Frankreich abstimmen. Ja, es gibt viele unzählige Projekte, die durchgeführt werden. Man kann sie gar nicht im Einzelnen alle aufzählen. Ich glaube, es gibt auch gar keinen, der das kann. Sie sind alle auf einem guten Weg, aber es sind eben oft bilaterale kleine Schritte nach vorne. Und die eigentliche Basis, also die Standardisierung, die Erhöhung der Schlagkraft, indem wir auch, was die Bundeswehr betrifft, vielleicht mit einer nächsten anstehenden Reform uns wieder angliedern an die NATO-Struktur, und zwar in der Form, dass sich auch diese Struktur, diese Schnittstellen in der Bundeswehr wiederfinden. Und das gilt natürlich auch für die anderen europäischen Staaten. Wir müssen die Streitkräfte in Europa in Ausrüstung, Beschaffung, Unterhalt, Verfahren und der Nachwuchsgewinnung abstimmen. Wir müssen die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte in Europa durchhaltefähiger gestalten. Ich bin mir sicher, dass das Militär in Europa ein Top-Arbeitgeber werden muss. Und das wurde auch angesprochen, wir müssen technologisch innovativer werden. Es ist unglaublich, was im Moment passiert in der ganzen disruptiven Technologie, künstliche Intelligenz, Digitalisierung. Die Treiber sitzen nicht mehr bei den Staaten, wurde vorhin angesprochen, sitzen nicht mehr beim Militär, sondern sind oft in kleinen, hochflexiblen, agilen Unternehmen. Wir müssen in Europa dort ran. Die USA sind es im Übrigen. Die Bundeswehr muss ihren Beitrag zur Aufklärung, und zwar Aufklärung im Sinne der Aufklärung über die Ziele Europas, über unseren Kampf um unsere Freiheit. Und ich denke, es wird ein zentrales Projekt für die Zukunft werden. Ich möchte mich an die Zeit erinnern, bitte schön. Ja, danke schön. Wenn wir im Wettbewerb mit China und mit den Partnern Chinas stehen. Also unglaublich hohe Herausforderungen, wo ich mir sicher bin, denen wir eine Antwort gegenüberstellen können. Aber ganz wichtig, wir müssen die Menschen mitnehmen. Europa muss im Bündnis ein souveräner Partner werden. Und das gelingt nur, wenn wir einen glaubwürdigen Beitrag zur Schlagkraft leisten. Ja, herzlichen Dank für die Gelegenheit. Und ich freue mich auf die Diskussion. Dankeschön, Herr Steinmetz. Ja, wir kommen jetzt zur Diskussion. Die Zeit ist etwas knapper geworden. Zu einer Frage möchte ich gleich Stellung nehmen. Kritisiert wurde zu wenig Frauen am Podium. Wie gesagt, es sollte die Frau Wehrbeauftragte heute dabei sein. Gleichzeitig für die Nachmittagsveranstaltung, die wir geplant hatten, waren zwei Damen auch hiermit für vorgesehen. Und grundsätzlich gilt das auch bei den Veranstaltungen hier, bei den Gesprächen am Petersberg, sind immer natürlich Frauen mit dabei. Zu den Fragen, eine Fülle von Fragen ging nun an Herrn Walter Borjans, der nun nicht mehr dabei ist. Ich gebe das aber einmal weiter an Herrn Helmich. Und zwar geht es hier darum, wie geht es weiter mit der Entscheidung Drohnen,
Gibt es da einen neuen Stand? Wie ist die Diskussion, die in der Partei halt hier angekündigt war? Ist man da schon etwas weiter? Ich gebe gleich noch zwei weitere Fragen mit ein. Eine Frage ging an Herrn An. Wie sieht das aus, das Verhältnis NATO-Türkei? Gibt es dort eine neue Überlegung? Und dann zitiere ich hier noch einmal die Frage. Ich schaue gerade mal. Ich lasse es zunächst einmal damit sein und komme später darauf zurück. Bitte vielleicht erst einmal Herr Helmich. Ja, ich will das mal kurz zusammenfassen. Der Parteivorsitzende hat angekündigt, im Montag wird die Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich damit beschäftigen soll, um das auszurollen und auszubuchstabieren, was auch angekündigt worden ist, nämlich die festgestellte, sagen wir, Diskussionslücke und Offenheit durch diese Arbeit auch zu schließen, dann neue Initiativen zu starten. Zum Zweiten, es ist die Entscheidung im Koalitionsausschuss auch getroffen worden, dass wir, und ich hoffe, dass wir bis zum Ende der Legislaturperiode auch die entsprechende Vorlage zum Weiterentwicklung, zum Bau der Euro-Drohne, die ja ein technologisches Schlüsselprojekt für Europa ist, auch in Bezug auf die NATO, dass wir diese 25 Millionen Vorlage in den nächsten Wochen auf dem Tisch liegen haben und auch beschließen können. Mit Blick auf die, ich sag mal, den Einsatzbedarf wissen wir, dass eine bewaffnete Drohne, meine persönliche Position dazu kennen Sie, im Jahre 2022 zulaufen wird oder zulaufen kann. Deshalb hoffe ich, dass wir bis dahin auch eine Entscheidung haben, von der ich aber ausgehe, dass sie in dieser Form, in dieser Legislaturperiode eben nicht mehr getroffen werden wird, sondern dass wir dann eine neue Bundesregierung machen müssen. Und dann denke ich mal, das wird aber sehr zügig sein. Dankeschön. Die Frage beantwortet. Dankeschön. Herr An, zur Türkei-Frage. Ja, vielen Dank. Ich fürchte, eine Frage, die man nicht so mit ein, zwei Sätzen beantworten kann. Aber ich will schon dazu sagen, die aktuellen Entwicklungen, die können wir nicht ignorieren. Das tun wir auch nicht. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung der türkischen Gesellschaft und der türkischen Innenpolitik. Das, glaube ich, kann man schon feststellen. Seit dem Putschversuch haben wir eine doch sehr besorgniserregende Entwicklung, eine Machtkonzentration in den Händen des Präsidenten. Im Moment läuft gerade wieder eine erneute, man muss schon wahrscheinlich sagen, Kampagne gegen die Opposition. Und das wirkt sich eben auch aus. Die Türkei hat, ich glaube, so viel Ehrlichkeit muss aber auch sein, auch gewisse Räume besetzt, aus denen sich der Westen zum Teil auch aufgrund von Uneinigkeit nicht ausreichend sozusagen präsentiert hat, wenn ich an Syrien denke, wenn ich an andere Bereiche denke. Deswegen kann ich die Frage eigentlich nicht abschließend beantworten. Ich kann nur all denjenigen sagen, die ja auch im parlamentarischen Bereich, in der öffentlichen Debatte sehr häufig als Reaktion auf von uns als inakzeptabel empfundene innenpolitische Entscheidung den Ausschluss der Türkei aus der NATO fordern. Den möchte ich doch sagen, lassen Sie uns gemeinsam darüber nachdenken, was das langfristig auch für unsere Sicherheit und für die strategische Ausgangslage bedeutet. Denn die Alternative ist ja nicht, dass die Türkei auch mit den Problemen, die wir bedauerlicherweise im Moment haben, dann quasi aus der europäischen Bildfläche verschwindet. Ganz im Gegenteil, auch die politischen Alternativen der Türken liegen auf der Hand. Wir haben auch über einige bereits miteinander diskutiert. Und deswegen bleibt es in unserem Interesse, die Türkei als Bündnispartner zu halten und zu behalten. Und ich glaube, es ist ein gutes Beispiel übrigens für das, was Norbert Walter Borjans vorhin angesprochen hat, was ich auch meinte, sozusagen als eine besondere Rolle, die Deutschland gelegentlich in solchen Konflikten spielt, dass wir trotz aller Probleme gesprächsfähig geblieben sind. Ich mich erinnere, was Heiko Maas in den letzten Monaten getan hat, um Spannung zwischen der Türkei und Griechenland zu adressieren. Also es gibt keine einfache Antwort darauf. Ich kann nur sagen, wir brauchen eine und wir haben auch eine klare Haltung gegenüber den Entwicklungen in der Türkei. Es kann aber nicht in unserem Interesse sein, die Türkei aus der NATO zu drängen. Und ich empfehle jedem,
ehrlich darüber zu sprechen, welche Konsequenzen eine solche Entscheidung, unabhängig davon, ob es überhaupt so einfach zu realisieren wäre, welche langfristigen Konsequenzen eine solche dauerhafte Entfremdung zwischen Ankara und Brüssel auch für unsere Sicherheit hätte. Dankeschön. Ich habe jetzt eine Frage von Miriam Stelz an Staatsminister Ahn. Wie kann eine strategische Autonomie Europas ohne eine militärische Autonomie funktionieren, aussehen? Und gleichzeitig noch eine weitere Frage an Herrn de Maizière von Klaus Wittmann. Ich schlage zusätzlich zu den bisherigen Kernfunktionen der NATO zwei weitere vor, Konsultation und Resilienz. Was sagen Sie dazu? Wenn Sie vielleicht auch dazu Stellung nehmen. Soll ich zuerst was sagen? Dann mache ich das ganz kurz. Ich glaube, dass der Punkt, den ich vorhin, darauf bezieht sich ja möglicherweise die Frage, den ich vorhin angesprochen habe, der bezieht sich zunächst aus meiner Sicht darauf, dass wir unabhängig von den militärischen Fragen die Kohärenz innerhalb der Europäischen Union stärken müssen. Wir sind in Handelsfragen sozusagen auf der Augenhöhe, die wir benötigen. Das sehen wir auch. Und das hängt damit zusammen, dass wir diesen Bereich vergemeinschaftet haben, dass Europa dort mit einer Stimme spricht. Aber wir haben gegenüber, den Instrumenten, die die Amerikaner inzwischen in exzessiver Art und Weise anwenden, sind ja keine neuen Instrumente, aber extraterritoriale Sanktionen, die den Einsatz des Dollars als der weiterhin größten und wichtigsten globalen Währung auch als politisches Instrument. Auf diese Fragen haben wir im Grunde genommen keine ausreichenden Antworten. Die Blocking-Verordnung ist bedauerlicherweise eher ein zahnloser Tiger. Und wir sind natürlich vor allem durch die Konfrontation jetzt um Nord Stream 2 nochmal darauf gestoßen worden. Aber die Geschichte ist ja länger. Begann mit Kuba, mit den Sanktionen gegenüber dem Iran. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir an der Stelle einen Schub, der uns in eine Lage versetzt, uns dort entsprechend auch zu positionieren. Was die militärischen Fähigkeiten angeht, da bin ich eher bei dem, was Herr de Maizière am Anfang gesagt hat. Es wäre eine Illusion zu glauben, dass wir uns kurzfristig sozusagen autonom in sicherheitspolitischen Fragen stellen können. Ich weiß auch gar nicht, ob das im Moment anstrebenswert ist, weil wir ja ein Interesse daran haben müssen, die enge Verbindung zwischen unserer und der amerikanischen Sicherheit aufrechtzuerhalten. Aber wenn wir über die Türkei eben gesprochen haben, dann zeigt es uns natürlich auch, dass wir im Moment beispielsweise über die Frage, wie geht es weiter in Syrien, dass wir dort keinen direkten Zugang und keinen direkten Einfluss ausüben können. Und wir aber die Konsequenzen dieser Entwicklung ganz unmittelbar selber spüren. Wenn ich an die vielen Flüchtlinge beispielsweise denke, wenn ich an die regionale Instabilität denke. Wir sind ja nicht sozusagen, weil es uns gefallen hat, zum zweitgrößten Geber für humanitäre Hilfe geworden, sondern weil wir gesehen haben, dass wir erstens die Menschen nicht einfach verhungern lassen können, aber weil wir auch wissen, dass wenn die Auswirkungen, ich bleibe bei dem Beispiel Syrien, auf Länder wie Jordanien nicht adressiert werden, sich sozusagen diese Instabilität weiter ausbreitet. So, und deswegen, glaube ich, müssen wir daran arbeiten, aber wir brauchen einen sehr realistischen Blick. Und die Arbeit an einer stärkeren europäischen Souveränität darf nicht zum Spaltpilz innerhalb der NATO werden. Und da hat Deutschland eine große und eine wichtige Aufgabe, auch was die Rückversicherung bestimmter europäischer, osteuropäischer, baltischer Verbündeter angeht, die diese Debatte ganz anders wahrnehmen, als die Art und Weise, wie das vielleicht in Deutschland diskutiert wird. Soll ich antworten, Herr Chabrian? Bitte, jawohl. Okay. Also ich fange bei dem Letzten an und will eine Bemerkung dann auch zu Herrn Warwick machen, zu der Koalition der Willigen. Ich habe persönlich darauf geachtet, dass dieses Wort nicht auftaucht in dem Papier, weil es in Deutschland schlecht beleumundet ist und in anderen Staaten auch und für sozialdemokratische Ohren erst recht, glaube ich. Aber die EU nennt das verstärkte Zusammenarbeit. Da klingt es irgendwie schöner. Und das ist in der Tat, was wir sagen. Aber es kann nicht so sein, dass drei Staaten sagen, wir machen jetzt mal verstärkte Zusammenarbeit und das unter dem NATO-Rubrum. Was wir uns aber vorstellen können und da beschreiben, ist in der Tat, dass die NATO selbst sagt, okay, da sind 5, 6, 7 Staaten, die wollen etwas machen als NATO.
wir haben nichts dagegen, aber wir müssen ja nicht mitmachen. Wir brauchen vielleicht ein bisschen Logistik. Und das kann in der Tat manche Blockaden auch lösen helfen. Und daher an kann auch eine Zusammenarbeit zwischen EU und NATO sein. Im Übrigen haben Sie das völlig richtig beschrieben, ich stimme dem zu. Also auch die EU oder EU-Einheiten können mal, wir haben ja auch nur ein Single Set of Forces, können natürlich mal auch unter NATO-Chapeau etwas tun. Das muss nicht zwingend EU-Chapeau sein. Klammer auf, mein Zutrauen in NATO-Operationsplanung ist ja höher als das der EU-NATO-Operationsplanung, Klammer zu. Also auch da kann ich mir eine neuere Form von Zusammenarbeit vorstellen, die europäische Verantwortung stärkt. Mehr will ich nicht sagen, weil dazu bin ich jetzt nicht gefragt worden. Zu der Frage von Herrn Wittmann, den ich herzlich grüße auf diese Weise. Mein erster Punkt ist ja, mein zweiter Punkt ist nein. Konsultationen, oder ich will mal so sagen, was sind die drei Hauptaufgaben der NATO, die Core Tasks? Collective Defense, Cooperative Security und Crisis Management. Und da würde ich auch mit Herrn Warwick sagen, Collective Defense funktioniert ziemlich gut, Klammer auf, allerdings muss man neu überlegen, was das für Cyber heißt, Klammer zu. Cooperative Security mittelmäßig und Crisis Management nicht so gut. So würde ich das mal, ohne das jetzt näher auszuführen, zusammenfassen. Und Security und Crisis Management sind gerade politische Aufgaben und die stehen im Mandat. Nun stehen im Fokus der Reformdebatte. Und nun stellt sich die Frage, brauchen wir da eine neue Aufgabe? Und in der Tat, das haben wir nicht empfohlen, aber wir haben das Licht so nah und Herr Stoltenberg in seinem Food for Thought Papier legt das auch nahe, dass man als neue Core Task Resilience, Stärkung Resilience, muss man nicht noch ein C ausdenken im Englischen, damit es irgendwie kommunikativ gut ist, ob man stärkende Resilienz dazu nimmt. Das hielte ich durchaus für sinnvoll, muss man dann aber auch definieren, damit es, Herr Warwick, nicht zu breit ist. Resilienz ist irgendwie inzwischen alles, auch so ein Modewort. Man muss also dann sagen, was meinen wir damit? Und da bin ich bei Herrn an, das muss sicherheitspolitisch definiert sein und nicht alles. Ja, die NATO ist nicht First Responder für die Resilienz des Gesundheitszustands der NATO-Bevölkerung. Da kann man Amtshilfe machen mit Masken, wenn man welche hat, aber wir brauchen jetzt kein Gesundheitskonzept der NATO irgendwie machen. Das ist nicht, da ist die NATO nicht First Responder. Und das hat was mit Resilienz zu tun. Aber sicherheitspolitische Resilienz, das kann ich mir vorstellen. Konsultation, nein. Konsultation ist nicht eine Aufgabe, sondern eine Methode. Die muss gestärkt werden, aber das könnte keine neue Aufgabe der NATO sein. Ja, herzlichen Dank. Das ist eine Frage von Peter König, die lautet, der Indopazifik ist das bald Operationsgebiet der Bundeswehr. Und eine weitere Frage an Herrn Helmich, die von vielen geteilt wurde, wird das 2%-Ziel bei den Verteidigungsausgaben Deutschland bis 2004, also auf 2% hier zu erhöhen, erreicht werden? Wir hatten ja ursprünglich mal nicht unbedingt geplant, das 2%-Ziel dadurch zu erreichen, dass das Bruttoinlandsprodukt sinkt. Aber an dem Punkt sind wir nun in der Tat. Und ich glaube, wir können in der derzeitigen Diskussion in allen Staaten, die der NATO angehören, über die derzeitige finanzielle Situation nicht hinwegschauen. Und die Anforderungen an die Gesellschaften und an die staatlichen Haushalte, mit einer Krisensituation fertig zu werden, bedeutet, dass wir auch in der NATO darüber nachdenken müssen, wie wir dann mit unseren Finanzzielen und dann mit dem anstehenden Plan, dem neuen Investitionsplan und militärischen Plan der NATO umgehen. Da müssen wir, ich glaube, mal Realität walten lassen, dass die Auseinandersetzung, die Frage, die Verwendung von Mitteln noch intensiver werden wird und eine Frage auf die Tagesordnung legt und nochmal deutlich auf die Tagesordnung stellt. Ist denn bei der Frage der Fähigkeitsentwicklung der NATO ein neuer Planungsprozess nötig, die da auch zu klaren und verstärkten und intensiven Arbeitsteilungen kommt? Ich gehe von diesen Fragen aus, was muss die NATO leisten und nicht von einer 2%igen Zahl, die sich, glaube ich, in der derzeitigen Situation auch schon, eigentlich für mich schon immer als eine sehr kritische Zahl herausgestellt hat. Wenn wir bei der Fähigkeitsentwicklung nicht weiterkommen, dann hilft uns die 2% eigentlich überhaupt nichts, weil für mich ist die Frage, was ist da drin und was nicht, das versteht da oben drüber. Deshalb setze ich mir mehr mit der Frage auseinander, was ist denn
drin in diesen 2%, was man so formuliert. Und beim Thema Burden Sharing zwischen NATO und EU und innerhalb des Bündnisses, und ich würde die EU durchaus mit einbeziehen, ich glaube, darauf lohnt es sich nachzudenken und nicht über eine abstrakte Zahl, die ich glaube im Moment für sehr unrealistisch halte. Dankeschön. Es ist noch die Frage Einsatz im Pazifik, im Norden. Vielleicht Herr Staatsminister? Ja, ich will da gerne etwas zu sagen. Ich empfehle einen Blick in unsere Leitlinien. Die haben wir ja veröffentlicht. Und diese Leitlinien schauen auf die gesamte Region. Die Leitlinien haben, dafür ist jetzt wahrscheinlich nicht die Zeit, aber quasi auch einen Katalog von politischen Projekten, die wir unseren Partnern, Ansprechpartnern dort sozusagen vorschlagen. Wir sind bereits in einem engen Austausch mit den Ländern im Indo-Pazifik. Diese Leitlinien sind dort zum Teil intensiver diskutiert worden als in Deutschland selber. Ja, wir haben uns vorgenommen, unser politisches Profil zu stärken. Und das ist übrigens auch eine der, denke ich, Erfolge, Deliverables nennt man das ja heutzutage im Neudeutsch-Englisch, auch der deutschen Ratspräsidentschaft, dass es uns gelungen ist, war wegen einiger technischer Fragen, ging da um Fragen von Palmöl, Marktzugang und anderen, also gar nicht großer grundsätzlicher Dispute, dass es uns gelungen ist, die strategische Partnerschaft zwischen der EU und ASEAN zu vereinbaren. Und wir füllen das auch mit Leben. Bedauerlicherweise haben wir ja gerade eine schwere Krise in Myanmar. Wir sind im engen Austausch, auch ich persönlich, mit unseren Kollegen in der Region, um uns dort sehr intensiv abzustimmen. Also ich denke, dass auch der kulturelle Aspekt der Außenpolitik eine Rolle spielt. Man darf das auch nicht unterschätzen. Wir halten das immer für so selbstverständlich, dass wir quasi in allen Ländern diplomatische Vertretung haben, dass wir in vielen Ländern auch mit Kulturmittlern arbeiten, mit den Goethe-Instituten und so weiter und so fort. Aber ein Element ist eben auch die Sicherheitspolitik und auch eine militärische Präsenz, die von vielen Partnern seit vielen, vielen Jahren erwartet wird. Aber wenn ich von militärischer Präsenz rede, meine ich damit nicht militärische Machtprojektionen in die Region. Und das ist manchmal etwas, was missverstanden wird. Wenn wir jetzt eine Fregatte in die Region entsenden, um unsere Freunde zu besuchen, um Präsenz zu zeigen, um uns an der Überwachung des Waffenembargos gegenüber Korea zu beteiligen, uns auf dem Weg in bestehende Mandate einmelden, dann ist das ein wichtiges Zeichen, ein politisches Zeichen, das ich vollumfänglich unterstütze. Aber es sollte nicht zu der Interpretation verleiten, dass die Indo-Pazifik-Politik der Bundesregierung sich jetzt sozusagen auf die Entsendung einer Fregatte reduziert. Und meine Beobachtung ist, es wird wahrscheinlich immer so sein, dass das Militär manchmal eine Aufmerksamkeit generiert, die dazu führt, dass andere Aspekte unserer Politik weniger diskutiert werden. Aber beides ist wichtig. Ich bin froh, dass wir das jetzt hinbekommen. Und mir ist aber auch wichtig, dass wir das mit Leben erfüllen, was wir in den Leitlinien vereinbart haben, nämlich eine Stärkung unserer Präsenz, unseres Profils, der Zusammenarbeit, aber eben auch deutlich zu machen, dass sich das gegen niemanden richtet. Und was damit gemeint ist, das sind all diejenigen von Ihnen, die Experten sind, zwischen den Zeilen lesen. Denen ist das sicherlich sehr klar, dass es eben uns nicht darum geht, eine neue Blockkonfrontation damit zu perpetuieren, aber eben auch ein deutliches Zeichen zu senden, was, denke ich, auch jetzt schon wahrgenommen wird. Und da muss es jetzt auch technisch alles funktionieren. Das ist im Moment eher meine größte Sorge. Dankeschön. Die nächste Frage ist von Verena Wingärtner. Gibt Anzeichen für eine erneute Konfrontation in der Ukraine? Wie sollte eine deutsche europäische NATO-Antwort im Falle einer Verschärfung des Konfliktes aussehen? Eine hypothetische Frage. Vielleicht zunächst auch wiederum an Herrn Staatsminister an. Ja, ich bin nicht so ganz sicher, ob das eine Aufgabe für die NATO ist. Aber in der Tat, die Entwicklung in der Ukraine ist weiterhin angespannt. Und ich finde es sehr, sehr wichtig und bin deswegen auch dankbar für die Frage, dass ich hier nochmal darstellen kann, wie eng unsere Zusammenarbeit mit Kiew über die letzten Jahre eigentlich geworden ist. Denn das wird manchmal ein bisschen übersehen. Ich glaube, es gibt kaum ein Land, das sich so eng und so intensiv mit Kiew abstimmt. Wir haben eine
ganze Palette von inzwischen einer intensiven institutionalisierten Zusammenarbeit, um auch die Reformprozesse innerhalb der Ukraine zu unterstützen, um das Land in dieser schwierigen Situation zu stärken. Und gleichzeitig arbeiten wir ja weiter auch auf Ministerebene daran, das Minsk-Format weiterzuführen, politische Initiativen voranzubringen. Ich glaube, auch bei aller Frustration, die ich teile, und über die Verhärtung auch der russischen Haltung, das haben wir ja nun auch als Bundesrepublik Deutschland in den letzten Wochen erleben müssen und auch die Brüskierung von Herrn Borrell durch Lavrov auf dieser Pressekonferenz und viele andere sehr bedauerliche Entwicklungen zeigen, dass das unseren ganzen Einsatz auch weiter erfordert. Aber ob es uns einer Lösung der Krise näher bringt, wenn wir diese Bemühungen jetzt sozusagen im Rahmen der NATO organisieren oder in den Formaten, die wir bisher entwickelt haben, das muss man sich sehr sorgfältig anschauen. Ich glaube eher, dass es richtig ist, dass wir das so fortsetzen, wie wir das bisher gemacht haben. Das Bündnis sollte die nukleare Teilnahme als ein zentrales Element der Abschreckungspolitik wieder auffrischen. So haben Sie, Herr de Maizière, in Ihrem Beitrag geschrieben. Was verstehen Sie darunter, mit nuklearer Teilhabe wieder um aufzufrischen? Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht jetzt, ob das Wort auffrischen vorkommt, aber eins ist klar. In der Tat dazu eine Passage gehabt, das Bild kläre ich später. Wenn Sie mich verstehen können, reicht es. Und zwar habe ich das auch intern angesprochen, auch vor dem Hintergrund der Diskussion in Deutschland. Und ich muss Ihnen sagen, die Gruppe war ja breit zusammengesetzt. Und wir haben mit allen alliierten Staaten geredet. Und kein einziges Land, wie immer es regiert ist, nicht ein NATO-Staat und kein Mitglied meiner Gruppe hat die Wichtigkeit der nuklearen Abschreckung auf allen Ebenen in Frage gestellt, Punkt 1. Und jedes Land hat die nukleare Teilhabe dabei in Frage gestellt. Muss ich einfach mal Ihnen zur Kenntnis geben. Und das wäre dann eine deutsche Sonderrolle, wenn Deutschland diese Position verträte. Auch kleinere Länder nicht. Und das muss nicht aufgefrischt werden, sondern die nukleare Abschreckung als ein Teil auch des Auftrags der NATO ist nicht aufzufrischen, sondern das muss aufrechterhalten werden und aufrechterhalten werden angesichts natürlich neuerer Bedrohungen und dem, was sich da entwickelt. Russland hat neue Waffensysteme entwickelt, China entwickelt solche. Da gibt es keinen neuen Akzent, aber die Fortsetzung einer zum politischen Auftrag der NATO auch einsatzfähige und glaubwürdige nukleare Abschreckung auf allen Ebenen gehört. Und wenn man darüber mitbestimmen will, dann muss man auch an der nuklearen Teilhabe teilhaben. Sonst katapultiert man sich selbst aus der Willensbildung und das sollte gerade Deutschland nicht tun. Ja, danke schön. Meine Herren, mit Blick auf die Uhr schlage ich vor, wir nutzen jetzt die Gelegenheit, dass jeder von Ihnen vielleicht noch ein abschließendes Statement abgeben kann, weil wir wollten ja zeitgerecht in 10 Minuten praktisch unsere Veranstaltung beenden. Und schlage vor, dass Herr Steinmetz vielleicht beginnt mit einem letzten Statement. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Für mich ist wichtig, dass wir den Fokus für die Zukunft auf Europa lenken. Und zwar ausdrücklich nicht nur Europa betrifft, sondern Europa im weiteren Sinne. Kern NATO wird sein, das NATO-Gebiet eben vor Angriffen zu schützen. Und da wird Schwerpunkt einfach die Verteidigung sein. Und wir sind im Moment, was die Verteidigung betrifft, gerade im konventionellen Bereich, gerade wenn es um Flugabwehr geht, nicht wirklich gut aufgestellt. Da ist viel, viel Luft nach oben. Und zum Anschluss auch an das Vorhergesagte, bitte dabei das Personal nicht vergessen, bitte den Spirit der Europäer dabei nicht unterschätzen. Vielen Dank.
Herr Ann, ein letztes Statement? Ja, ich hoffe kein letztes, aber ein letztes für diese Runde. Nein, vielen Dank. Ich finde, die Diskussion und auch das große Interesse zeigt, wie wichtig die Debatte über Sicherheitspolitik in Deutschland ist. Ich bin überzeugt davon, dass unser Investment in eine starke, gut ausgerüstete Bundeswehr nicht nur für Deutschland und die deutsche Sicherheit der richtige Weg ist. Und ich bin auch dankbar, dass Herr Steinmetz hier, wenn ich das als Sozialdemokrat mal sagen darf, sozusagen als Gewerkschafter für die Soldatinnen und Soldaten auch auf diesen Aspekt hingewiesen hat. Das müssen wir immer auch im engen Dialog mit der Bundeswehr begleiten. Insofern ist da Ihre starke Stimme wirklich sehr willkommen auf diesem Podium. Und wir dürfen eben auch nicht vergessen, dass das, was wir hier entscheiden, Auswirkungen hat auf die Kohärenz des Bündnisses. Wir brauchen einen offenen Blick auch auf unterschiedliche Bedrohungswahrnehmungen bei unseren wichtigen Freunden und Nachbarn, weil das in der deutschen Debatte manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Und wenn man sich dann auch über Fragen wie nukleare Teilhabe oder auch bestimmte Waffensysteme streitet, dann gehört das zur Demokratie dazu. Aber ich hoffe, dass es vor allem bei den Soldatinnen und Soldaten auch wahrgenommen wird als ein Streit in der Sache, im Ring um eine gemeinsame Linie in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Wir sind in einem Wahljahr. Und deswegen werden natürlich alle diese Diskussionen, je näher der September rückt, auch immer stärker unter der Perspektive der kommenden Bundestagswahl geführt werden. Und ich will hier zum Schluss vielleicht schon noch mal sagen, meine Wahrnehmung ist auch jetzt nach meinen Erfahrungen in dem Amt, was ich im Moment hier ausführen darf, im Auswärtigen Amt als Staatsminister, dass es gut ist für Deutschland, wenn sich die großen Parteien nicht in den Details, aber in der Grundausrichtung der deutschen Politik, dem Pfeiler des transatlantischen Bündnisses, unserer festen Verankerung innerhalb der Europäischen Union und der Vereinten Nationen in diesen Grundfragen einig sind. Das sind lange nicht mehr alle Länder, mit denen wir es zu tun haben. Und wenn wir einen solchen Konsens auch über solche Gespräche, die heute stattgefunden haben, weiter an diesem Konsens weiterarbeiten können, dann ist es, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft an die Soldatinnen und Soldaten, wenn sie in die zum Teil ja auch sehr gefährlichen Einsätze, in die wir sie als Parlamentarier schicken, ihre Arbeit mit der entsprechenden Rückendeckung auch fortsetzen können. Also vielen Dank, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und wir werden sicherlich weiter im Gespräch bleiben, vielleicht auch irgendwann mal wieder mit dem schönen Blick auf den Rhein. Dankeschön, Herr Ann. Herr Professor, bitteschön. Ja, vielen Dank. Wenn ich das aufgreifen darf, was Nils Ann gesagt hat, Walter Borjans ist ja damit eingestiegen, dass er die NATO als unverrückbare Größe der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik bezeichnet hat. Ich finde, das ist eine richtige Herangehensweise. Was das dann im Detail heißt, da können wir sicherlich drüber streiten. Aber ich will noch zwei, drei Schlagworte vielleicht nennen. Erstens will ich noch mal einmal daran erinnern, was das Besondere an der NATO ist. Und das Besondere an der NATO ist, dass sie die Amerikaner, also die Vereinigten Staaten von Amerika und auch Kanada, in europäischen Sicherheitsangelegenheiten involviert hält. Und das müssen wir pflegen und das müssen wir als Wert erkennen. Und das gelingt, glaube ich, dauerhaft nur, wenn wir bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, die transatlantische Lastenteilung wird sich nur aufrechterhalten lassen, wenn der Teil der Lasten der Europäer ansteigt. Und da hat Herr de Maizière völlig zu Recht gesagt, die EU ist sehr weit vorne mit Sprüchen, aber sehr weit hinten mit Taten. Und ich persönlich habe die EU in dieser Debatte abgeschrieben, aber nicht die Europäer. Und das ist ein Unterschied. Und wir sollten vielleicht differenzieren zwischen EU und Europäer. Und die Europäer können und müssen mehr tun. Und dann kann auch die transatlantische Partnerschaft weiter funktionieren. Und das, was Angela Merkel gesagt hat, und Nils Ann hat das angedeutet, dass die Zeiten möglicherweise ein Stück weit vorbei sind, in denen wir uns auf andere voll verlassen können und auch auf die Amerikaner. Das sehe ich auch so. Und wer weiß, was nach Biden wieder kommt. Wir müssen diese transatlantische Partnerschaft pflegen und gleichzeitig unsere eigene Handlungsfähigkeit verbessern, weil das ist die beste Pflege der transatlantischen Beziehungen. Egal, was innenpolitisch bei den USA passiert, da haben wir ohnehin keinen Einfluss drauf. Und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir ein paar Fragen in der NATO nochmal neu durchdenken. Und da will ich jetzt nur ein, zwei Stichworte nennen. Nochmal einmal Türkei, es ist danach gefragt worden. Da stellen sich zwei Fragen. Warum ist das Kind in den Brunnen gefallen und wie kommen wir wieder raus?
Und das sind aber zwei unterschiedliche Fragen. Wir müssen reflektieren, warum die Türkei denn sich so weit entfernt hat von uns. Und da ist die Reaktion von uns auf den Putschversuch nicht gut gewesen. Ich glaube, da müssen wir kritisch reflektieren und das für andere Fälle durchdeklinieren. Da wird man dann nicht eins zu eins was raus lernen können, aber wir müssen darauf achten, dass wir sozusagen vermeiden, dass das Kind in den Brunnen fällt, weil wenn es drin ist, das sehen wir jetzt bei der Türkei, dann ist es enorm schwierig. Und trotzdem ist richtig, was Nils und andere gesagt haben, in der Türkei-Frage müssen wir sozusagen engagiert bleiben und wir dürfen nicht akzeptieren, dass die Türkei uns von der Fahne geht. Und ich würde sagen, sie ist uns leider von der Fahne gegangen und wir müssen daran arbeiten, dass sie wiederkommt. Und das Gleiche gilt für Russland und damit will ich schließen. Wir brauchen auch in der Russland-Politik, glaube ich, einen neuen Ansatz. Und die alte Hamel-Formel, Dialog und eigene Stärke, die ist nicht gut tariert gewesen in den letzten Jahren. Wir müssen mehr in Dialog investieren. Und ich weiß, dass das schwer ist mit Blick auf Russland. Aber wir müssen es, weil wir verschwenden Ressourcen mit Blick auf Russland, die uns anderswo fehlen. Also der 360-Grad-Blick, der muss neu belebt werden. Und ich glaube, das kann nur gehen, wenn wir, ich sag mal, die Front zu Russland begradigen. Jetzt mal ganz einfach gesprochen. Und da müssen wir unsere eigenen Hausaufgaben machen. Und ich weiß, dass das schwierig ist mit Russland, aber wir müssen mehr in politischen Dialog mit Russland investieren und zu Lösungen kommen, damit wir in der Sicherheitspolitik wieder handlungsfähig mit Russland werden. Und das ist die politische Aufgabe auch für die NATO. Und ich sage das nicht als Anklage an irgendjemanden, sondern als Selbstvergewisserung, dass wir da ran müssen und einfach über Strategien nachdenken müssen, wie das möglich ist. Und ich glaube, es liegen Strategien am Tisch und die sind unbequem für uns, weil wir müssen ein Stück weit akzeptieren, dass wir die russische Einflusssphäre ein Stück weit akzeptieren können, dass muss schmerzliche Kompromisse sozusagen in NATO-Diskussionen auch zum Ergebnis haben. Aber wir können uns nicht damit abfinden, dass wir Russland mit Russland in eine Eskalationsspirale geraten, die gefährlich ist und die uns teuer zu stehen kommt. Also da müssen wir ran. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Professor. Herr Minister de Maizière, bitteschön, Ihr Resümee. Ja, mein Bild steht jetzt ein bisschen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Sie mich sehen, aber der Ton reicht ja für ein Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass Sie mich als Hauptredner genommen haben. Ich empfehle Ihnen natürlich unseren Bericht zur Lektüre. Ich will aber schließen mit einem anderen Gedanken, den ich Land auf Land ab jetzt vortrage. Und das ist folgender. Wir sind in Deutschland, was die sicherheitspolitische Debatte und Expertise angeht, im Vergleich zu Staaten gleicher Größenordnung und Statur unterentwickelt. Wir sind sehr gut in Rentenfragen, Steuerfragen, können wir alles wunderbar diskutieren, Corona-Fragen, Klimafragen, aber Grundfragen der internationalen Sicherheitspolitik. Dazu gibt es zu wenig Leute, die sich breit diskutieren, die das breit diskutieren mit Expertise und das müssen wir dringend verbreitern. Wie soll man eigentlich für ein 2%-Ziel streiten, wenn es zu wenig Streiter dafür gibt? Was heißt jetzt genau Ausrüstung? Ja, aber nicht Aufrüstung. Was heißt das konkret? Die Drohnendebatte, ich habe sie ja schon begonnen. Es ist keine wirkliche gesellschaftliche Debatte zustande gekommen. Es haben viele diskutiert. Ich glaube, alle Argumente liegen auf dem Tisch. Ich will das nicht weiter sagen, aber wenn ich mal dränke an die Wiederbewaffnungsdebatte, da war ich noch gerade mal geboren, aber an die Nachrüstungsdebatte, an viele andere Fragen, da hatten wir eine breite gesellschaftliche Debatte über Sicherheit und was bedeutet das für Deutschland. Geist und Logik der Abschreckung, da gab es hitzige Foren, große Demonstrationen, soll man sowas machen oder nicht. Und jetzt ist sicherheitspolitische Debatte in Deutschland unterentwickelt. Und wir sollten alle dazu beitragen, und Sie tun das ja mit diesem Forum, dass wir das besser machen und verbreiten. Und dazu gehört Streit und Debatte, aber auch Sachkenntnis und Leidenschaft. Und das wünsche ich mir für die Zukunft. Und in dem Sinne bedanke ich mich herzlich für die Debatte. Ja, ein herzliches Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, bevor ich das Wort zu einer Schlusszusammenfassung an Herrn Helmich abgebe, möchte ich das noch aufgreifen, was eben Sie gerade, Herr Minister, Sie angesprochen haben. Und zwar hat dazu die Friedrich-Ebert-Stiftung einen Beitrag hier erstellt, ganz bewusst, um die politische Diskussion im Lande, ich sage mal, Impulse zu geben. Hier sind 25 Beiträge zusammengefasst, die sich mit der Entwicklung in der NATO hier auseinandersetzen. Unter anderem natürlich auch der Generalsekretär der NATO, aber auch die französische Botschafterin in Berlin,
aber auch, ich sage mal, der russische Botschafter bei der NATO, eine Vielzahl von Beiträgen, wirklich von sehr fachkundigem Publikum. Jederzeit können Sie dieses Buch, ich sage mal, kostenfrei anfordern, aber auch im Internet runterladen. Wie gesagt, ein ganz interessantes Buch, wo hier die Friedrich-Ebert-Stiftung ganz bewusst einen Beitrag hier für die sicherheitspolitische Bildung halt hier leistet, die Sie, Herr Minister, gerade angemahnt haben. Ja, des Weiteren möchte ich ganz kurz mich bei der Gesellschaft für Sicherheitspolitik für die Vorbereitung und für die Durchführung des Webinars hier bedanken, besonders bei Herrn Schlüter, aber auch bei Herrn Alexander Gemein, der mich technisch hier unterstützt hat. Mehr als 100 Fragen wurden heute hier gestellt. Es haben sich in der Spitze mehr als 400 Personen halt hier eingeklinkt. Ich glaube, das war aus meiner Sicht als Mitorganisator, glaube ich, doch eine erfolgreiche Vorstellung, die wir heute hatten. Und ich übergebe jetzt an den Abgeordneten Wolfgang Helmig. Bitte, Wolfgang. Ja, vielen Dank und auch erstmal vielen Dank an dich, Achim Schaprian, dass du die Vorbereitung mit so intensiv gestaltet, dass du heute die Moderation übernommen hast. Die 16 Petersberger Gespräche, ein Wesen, auch ein Kind von dir. Vielen Dank dafür und ich hoffe, dass wir die 17. folgen lassen können. Toi, 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 toi. Danke allen Beteiligten, auch der GSB und nachher der Molinari-Stiftung, dafür, dass dieses zustande gekommen ist, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich möchte mal die letzten beiden Begriffe, ich will keine Zusammenfassung machen, es ist viel zu breit und viel zu tief, um das machen zu können, aber die letzten beiden Begriffe aufgreifen, die Herr de Maizière genannt hat, nämlich Sachkenntnis und Leidenschaft. Und ich wünsche mir sehr, dass wir genau mit beiden Begriffen, Sachkenntnis und Leidenschaft, denn eine solche Diskussion in Deutschland und über die Rolle, die Deutschland auch mit seiner Verantwortung in Europa, im Bündnis der NATO übernimmt, dass wir eine solche Debatte auch sehr intensiv in Deutschland führen und auch unsere Beiträge dazu liefern. Ich glaube, diese Veranstaltung sollte mit ein Beitrag sein, diese Rolle auch auszufüllen und zu dieser Diskussion, dieser Rolle, über diese Diskussion einen Beitrag zu liefern. Ich hoffe, dass uns das gelungen ist und dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich das auch angehört haben und Fragen gestellt haben, vielleicht können wir die Fragen alle nochmal aufnehmen, in irgendeiner Form auch beantworten, sei es in der schriftlichen Form oder wie auch immer, damit sie nicht einfach in den Raum gestellt sind, ohne eine Antwort zu bekommen. Aber ich denke, wir werden die nächsten Gespräche folgen lassen. Der Achim hat auf ein Buch hingewiesen, wo auch an die Fragen beantwortet werden. Ich sage allen vielen herzlichen Dank dafür und keine Sorge. Ich glaube, wir werden auch mit Sachkenntnis und Leidenschaft weitermachen und gerade auch mit Blick auf unsere Soldatinnen und Soldaten, weil sie wollen von uns auch wissen, aufgrund welcher politischen Verantwortung, die wir im Bundestag tragen, sie ihren Dienst versehen. Und deshalb müssen wir diese Antwort immer wieder geben, immer wieder neu geben. Und wir müssen ihn noch deutlich machen und werden ihn noch deutlich machen, ob die Mehrheit in einem Parlament steht, hinter ihrem Auftrag und wird den erfüllen und ausführen und wird die Basis dafür sein. Vielen Dank an alle. Ich fand das sehr spannend, ich fand das sehr offen und es sind viele Fragen, die in die Zukunft weisen, die zu beantworten sind. Und die NATO ist eine Antwort. Der strategische Kompass der EU ist eine zweite Antwort. Und wenn beides zusammenläuft, haben wir eine gute, geschlossene Antwort. Vielen Dank dafür und ein schönes Wochenende noch. Bleiben Sie gesund.